Wie geht es dir denn heute an diesem wundervollen Tag? Wunderbar. Ja? Mir geht's wunderbar, vielen Dank. Schön. Vielleicht magst du mal kurz einen groben Abriss machen. Also, wer bist du, was arbeitest du, bevor wir richtig reingehen? Weil falls die Leute das später nochmal gucken, dass die sich so ein bisschen vorstellen können, was wir jetzt machen. Jo, kein Problem. Also ich bin Kevin, ich bin 22, komme aus der wunderschönen Pfalz und bin seit 3 Jahren gelernter Lokführer bei der Bahn im Personenverkehr. Und ja, wie Nils schon gesagt hat, bin ich quasi für euren Hype-Train zuständig. Nein, also ich bin überwiegend im Regionalverkehr und im S-Bahn-Verkehr tätig, im Rhein-Neckar-Gebiet. Und ja, so grob zu meiner Person, was ich mache. Ich hoffe, ich kann euch heute ein bisschen Einblick in die Materie geben, ein bisschen Einblick in den Beruf geben. Ich weiß ja aus dem Chat, dass es da viele Interessierte gibt und viele, viele offene Fragen auch. Hoffe, ich kann da einige beantworten von. Das hoffe ich auch. Ich habe gerade schon wieder mir eine Frage nochmal notiert. Ja. Ich schreibe mir das mal neben gerade nochmal auf. Sag mal, wie hat das denn bei dir, also erstmal, wie bist du zum Lokführer gekommen? War das so ein Ding mit weiß ich nicht, 5, 6, ich saß am Tisch, ich will jetzt Lokführer werden, tschu-tschu? Ah, nee, überhaupt nicht. Also ich wollte als Kind alles Mögliche werden. Also Lokführer war auch dabei. Ich wollte tatsächlich auch mal zur Polizei, ich wollte mal zum Zoll, ich wollte mal in die Bank tatsächlich. Hat sich dann aber mit meinen wundervollen Mathekenntnissen relativ schnell erledigt. Ich bin tatsächlich als Kind viel auf die Bahn auch angewiesen worden. Wir sind auch immer mit der Bahn gereist, weil wir kein Auto zur Verfügung hatten. Ich fand diese Technik schon immer faszinierend. Ich komme ja aus der Region Karlsruhe. Hier gibt es auch dieses wunderschöne Karlsruher Modell. Das sind Stadtbahnzüge, die im DB-Netz unterwegs sind, aber auch als Straßenbahn funktionieren. Das fand ich schon immer interessant. Also ich hatte immer einen relativ großen Bezug zur Bahn privat. Ja. Und habe mich dann in der Realschule immer mal wieder ein bisschen mit der Materie auseinandergesetzt. Und für mich hat das irgendwann dann einfach Klick gemacht, so, ja, das möchte ich machen. Also das war für mich immer so ein Kindheitstraum irgendwann und immer so ein Traumberuf. Also ich könnte mir auch nichts anderes vorstellen, außer das zu machen. Und habe mich tatsächlich, also ich stand tatsächlich vor der wundervollen Wahl, nach der 10. Klasse studieren oder Abi zu machen und zu studieren oder in die Ausbildung zu gehen. Ich wollte gar nicht mehr weiter warten. Also ich hatte auch gar keinen Bock mehr auf Schule. Okay. Ich bin direkt in die Ausbildung gegangen, direkt danach, und habe mir diesen Traum quasi erfüllt, und es war mit die beste Entscheidung überhaupt. Okay. Aber wo du jetzt gerade gesagt hast, nach der 10. Klasse, hast du denn mittlere Reife oder Abitur? Mittlere Reife. Okay. Und du kannst mit der mittleren Reife studieren gehen? Nee, ich habe mich jetzt da versprochen. Ich hatte Wahl, weiterzumachen, also Abi zu machen. Ah, okay, ja. Mein damaliger Klassenlehrer hatte mir das auch sehr nahegelegt. Also Real Talk, ich war da zu faul, ich hatte da keinen Bock drauf. Ja, das ist ja auch okay, also, ne? Ja. Ist ja auch vollkommen legitim. Und dann bist du, wie alt warst du denn? 16, 17? Ich war da, als ich mich beworben habe, war ich 16, und ich habe dann angefangen, da bin ich gerade 17 geworden, tatsächlich, ja. Krass. Und dann, wie kann man sich denn die Ausbildung vorstellen? Weil du hast ja wirklich sehr, sehr viel Verantwortung. Das ist ja wahrscheinlich nicht wie Pkw-Führerschein, oder? Nee, das ist, da muss man tatsächlich unterscheiden zwischen der normalen Ausbildung, die geht ja 3 Jahre, und dem Quereinstieg, weil die fachliche Bezeichnung dieses Berufs ist Eisenbahner im Betriebsdienst. Mhm. Und du wirst quasi nicht nur in den Lokführer eingeführt, also quasi ist das dein Hauptausbildungsbereich, aber als Eisenbahner im Betriebsdienst durchlebst du alle Bereiche. Also ich war im Stellwerk, ich war im Kundenservice, ich war überall. Ich war auch als Kundenbetreuer, also wir nennen das einfach Kontrolleur, unterwegs und klar hauptsächlich als Lokführer. Angefangen hatte ich tatsächlich am ersten Tag, hier Sven schreibt es auch gerade, allein das Signalbuch, kennen ist übel, das Signalbuch ist der Endgegner tatsächlich.
angefangen in der Ausbildung. Der erste Tag war einfach ganz normale Betriebseinführung. Also man lernt sich so ein bisschen kennen mit den Ausbildern, mit den Verantwortlichen. Und am zweiten Tag saß ich tatsächlich schon im Führerstand und bin gefahren mit Ausbildern. Am zweiten Tag der Ausbildung, das war sehr, ja, wie soll ich sagen, es war sehr, sehr ereignisreich. Ja. Aber angefangen fängt die Ausbildung einfach mit den Grundlagen Bahnbetriebs. Das heißt auch tatsächlich so, dieses Modul nennt sich Grundlagen Bahnbetrieb. Das heißt, du machst diesen Triebfahrzeugführerschein. Das klingt krasser, als es eigentlich ist. Das sind ganz normale Grundlagenfragen zum Thema Sicherheit zum Beispiel. Das dauert in der Regel, das machst du innerhalb der ersten paar Monate. Ja. Dieser Triebfahrzeugführerschein berechtigt dich allerdings einfach nur, ja, eine Lok zu führen. Die bescheinigt dich quasi dazu, dass du diese Grundlagen kennst. Dich mit der Eisenbahn vor Ort, es gibt ein Gesetz, nennt sich Eisenbahnbau- und Betriebsordnung, dass du dich damit auskennst, dass du die anerkennst, dass du die auch beherrschst. Ist quasi wie eine Führerscheinprüfung, nur in wesentlich kleiner tatsächlich. Weil das ist nur Theorie. Da gibt es keine Praxissachen zu. Ja. Denn um in Deutschland oder generell in Europa draußen auf der Strecke unterwegs zu sein, brauchst du mehr als nur diesen Führerschein. Du brauchst eine Zusatzbescheinigung, du brauchst eine Baureihenkenntnis, du brauchst eine Streckenkenntnis. Da komme ich auch gleich noch dazu, das werden wir bestimmt noch behandeln. Aber das hat quasi angefangen. Ich bin in diesen Betrieb rein. Hab mich da kennt, hab mich da, hat, man hat mich ein bisschen rumgeführt, man hat mich vorgestellt, die Verantwortlichen haben sich vorgestellt, man hat sich mit den anderen Azubis ein bisschen ausgetauscht und dann fangen diese Grundlagen Bahnbetrieb an. War auch dann tatsächlich die erste Berührung mit dem Signalbuch, aber als ich diesen Führerscheintest gemacht hatte, das ist einmal ein schriftlicher, einmal ein mündlicher Test, da kannte ich das Signalbuch noch nicht vollständig. Okay. Ja, das waren quasi die ersten paar Monate. Das ist nur Grundlagen. Also, das ist auch quasi das, was die Quereinsteiger, die ja 9 oder 10 Monate machen, überwiegend tatsächlich machen, bevor sie in den Führerstand kommen und dann tatsächlich ihre Baureihenausbildung machen und ihr Fahrtraining machen. Das sind so 4, 5 Monate, wenn überhaupt, waren das. Das geht ja. Wie lange ging die Ausbildung? 3 Jahre, hast du gesagt, ne? 3 Jahre geht die Ausbildung, ja. 2,5, wenn du verkürzt, aber das hat keiner von uns gemacht. Nee. Du kannst verkürzen, wenn du relativ fit bist und dich da bereit fühlst zu sagen, okay, nach 2,5 Jahren mache ich jetzt die IHK-Prüfung. Ja. Aber in der Regel sagt man so 3 Jahre, ja. Wo du jetzt das Signalbuch kurz erwähnt hast, hast du das hier drauf heute komplett? Ja. Also du musst das auch wirklich verpflichtend komplett drauf haben, ja? Ja, da bist du drauf geprüft. Das solltest du kennen. Also du lernst auch nicht aus, sage ich jetzt mal so. Also nach der Ausbildung bist du geprüfter Lokführer auf den aktuellen Stand der Regelwerke. Aber die Regelwerke aktualisieren sich mindestens jährlich. Signalbuch ist ein Faktor, aber ich habe hier links neben mir diese drei IKEA-Regale, man kennt sie, Ja. diese weißen, mit jeweils 4 Fächern. Davon sind auch 4 Fächer voll belegt mit Regelwerken und ich habe noch digitales Material. Und du bist quasi, wie viele Signale gibt es? Das kann ich dir jetzt aus dem FF gar nicht sagen. Es gibt einige, also einige. Du bist quasi als fertiger Lokführer auch verpflichtet, dir immer diese Aktualisierungen zu holen. Teilweise werden die auch von der Konzernzentrale gestellt. Wenn du sie aber nicht hast, dann musst du die halt besorgen und du musst dich auch immer aktuell halten. Du hast dann einmal im Jahr quasi einen Fortbildungsunterricht, einen Theorieunterricht und du kannst dann auch einmal im Jahr einen Praxisunterricht wählen für eine Baureihe, die du gelernt hast. Das reicht aber bei weitem nicht aus, dich aktuell zu halten, weil es kommen immer mal wieder Fahrplanänderungen dazu, die du auch wissen musst. Entsprechende Weisungen zu bestimmten Betriebshandlungen, die du auch alle kennen musst. Also mein Dienst fängt damit an, dass ich mir aktuelle Weisungen durchlese. Das ist das allererste, was ich mache, bevor ich überhaupt in den Zug steige. Also das ist schon sehr umfangreich. Okay. Was hast du denn nach dem ersten halben Jahr, nachdem du denn diesen ersten Zettel hattest, was hast du denn 2,5 Jahre noch gemacht dann?
Also das, klar, man ist auch viel in der Berufsschule, es gibt ja Blockunterricht, da lernst du dann halt auch viel, viel zu den Signaltechniken, zu Fahrzeugtechnik, also Bremstechnik zum Beispiel, Zugsicherungssysteme, Fahrgastbetrieb, dann natürlich viel fahren, klar. Ja. Und dann halt auch immer in die anderen Bereiche reinschnuppern. Ich war 2 Wochen lang in der Betriebszentrale in Karlsruhe. Zum Erklären, die Betriebszentrale in Karlsruhe, da läuft quasi alles zusammen aus dem Regionalbereich Südwest, also aus Rheinland-Pfalz, aus Nord- und Südbaden-Württemberg, aus Teilen Hessens bis hin Richtung Saarland. Da sind auch viele Fahrdienstleute, also viele elektronische Stellwerke sind da unten. Da war ich 2 Wochen lang. Okay. Das war, sage ich ganz ehrlich, stinklangweilig, weil ich konnte nichts tun. Ich saß im Endeffekt immer neben dem Fahrdienstleiter, damals ab vom ESTW in Bruchsal, und habe dem zugeguckt, 8 Stunden lang. Das war stinklangweilig. Ich war dann auch mal in einem Stellwerk drin, 2 Tage lang. Im Stellwerk in Ludwigshafen war ich. Ich war 2 Wochen lang als Kundenbetreuer unterwegs mit einem Ausbilder für die Kundenbetreuer, also quasi als Kontrolleur im Regionalverkehr. Ich war in der Kundenservicezentrale in Mannheim, also quasi Kundensupport. Also wenn du da anrufst und sagst, ey, warum fällt mein Zug aus? Was ist eigentlich los? Wie komme ich nach A nach B? Mhm. Ich war im Reisezentrum, also das hat man halt viel gemacht. Und natürlich dann halt neben den Fahren wirst du halt vorbereitet tatsächlich schon im 2. Lehrjahr auf die Abschlussprüfung. Also du machst viel Prüfungsvorbereitung tatsächlich. Ja. Du machst dann natürlich auch deine Baureihenausbildung. Also ich habe 2 Baureihen gelernt. Und dann ab dem 3. Lehrjahr quasi fängst du an mit der richtigen Fahrprüfung. Also man muss sagen, du fährst zwar davor schon viel, was auch sinnvoll ist, aber für die Abschlussprüfung ist das nicht relevant, denn es gibt ein entsprechendes Modul, was du auch mit dem entsprechenden Fahrtrainer machen musst, damit du zur IHK-Prüfung zugelassen wirst. Denn es ist so, dass du für deine Prüfungsbaureihe mindestens, ich glaube, es waren 48 Fahrschichten machen musst, sonst wirst du nicht zur Abschlussprüfung zugelassen. Okay. Ich bin natürlich weitaus mehr Schichten gefahren, aber das ist sehr komisch gemacht. Also die IHK-Prüfungen, die sind auch sehr, sehr, sehr wert tatsächlich, weil die IHK unterscheidet zum Beispiel nicht zwischen Regional- und Güterverkehr. Das heißt, ich habe auch in der Ausbildung viel zum Güterverkehr gelernt, zum Beispiel zu Gefahrgut, was ich natürlich jetzt aktuell im Personenverkehr überhaupt nicht mehr brauche. Ich meine, ja, ich habe ab und zu mal ein paar Leute dazu, die bestimmt auch zu Gefahrgut zählen, ja, klar. Die IHK unterscheidet da halt natürlich nicht. Okay. Also hast du grundlegend, könnte man, also wenn man das jetzt salopp so sagen möchte, hast du 3 Jahre einen Führerschein gemacht? Einfach ausgedrückt, ja. Also ja, einfach ausgedrückt. Also du hast schon wirklich sehr viel Theorie auch machen müssen. Ich habe noch mal kurz eine Folgefrage. Was können wir uns unter Baureihe vorstellen? Heißt das jetzt Baureihe im Sinne von verschiedene Züge? Oder was verstehen wir darunter? So wie es bei den Autos verschiedene Modelle gibt, gibt es bei den Zügen verschiedene Baureihen. Okay. Einfachst unterschieden zwischen zum Beispiel Diesel und Elektro. Mhm. Und dann gibt es natürlich entsprechend im Dieselfaktor und im Elektrofaktor verschiedene Modelle, sag ich mal, also verschiedene Baureihen. Ja. Und für jede Baureihe musst du geprüft werden. Okay. Bevor du sie fahren darfst. Ja. Ich habe zum Beispiel für die Kenner im Chat, ich habe eine Prüfung auf den Baureihen 424 bis 426, das sind Standard-S-Bahn-Züge. Mhm. Und ich habe eine Baureihenprüfung auf der Baureihe 429, das ist ein etwas modernerer Zug, der nennt sich bei uns hier unten Syvex, Südwestexpress. Und also im Endeffekt, du brauchst für jede Baureihe, die du fahren möchtest, eine Prüfung. Einen recht schönen guten Morgen, meine lieben Zwergenfreunde aus nah und fern. Zipfel auf. Ich bin nur auf Elektro zum Beispiel geprüft, also ich kann auch keine Dieselfahrzeuge führen. Ja. Das ist dann auch nochmal ein Bestandteil der Ausbildung. Der dauert pro Baureihe bist du in Theorie und Praxis einen Monat, ein bisschen mehr als einen Monat, nur für die Baureihenausbildung. Okay.
Also was lernt man denn über die Baureihe? Die bestimmten Bestandteile oder wie man es bedient, ja, oder Wartung, Reparatur? Also geht man wirklich da sehr ins Detail? Ja, okay. Tatsächlich. Also Theorie fängt an, dass du natürlich jeden Zentimeter deines Fahrzeugs solltest du kennen. Ja. Weil das wird auch relevant am Ende, gerade bei der Störungsbehebung. Die lernst du dann auch nochmal, Störungsbehebung. Also zumindest die du ohne die Werkstatt machen kannst. Klar, Betrieb, Fahrgastverkehr, du bist quasi so eine Woche, zwei am Tisch mit den Unterlagen, mit den Fahrzeugunterlagen. Das ist ein ganzer Ordner teilweise. Und gehst den quasi durch. Du gehst die Bauteile durch, du gehst Energieversorgung gehst du durch, Bremssystem gehst du durch. Und dann geht es irgendwann auch mal raus ans Fahrzeug. Ein paar Wochen lang. Da fährst du aber noch nicht. Da wird dann erst die Bauteile werden sich dann quasi am Fahrzeug angesehen. Du kriegst dann vom Ausbilder Störungen eingebaut, die du dann natürlich mit Hilfe deines Abhilfeplans, also hast einen Störungshilfeplan natürlich immer dabei, der ist auf jedem Fahrzeug dabei. Sollst du die Störungen dann entsprechend beheben können. Du lernst das Fahrzeug zu erden, also stromlos zu machen. Du lernst Abschleppbetrieb, du halt also wirklich alle Störungen, von der stinknormalen Tür- und WC-Störung bis hin zu Bremsausfällen, Energieversorgung, Antriebsstörungen, alles Mögliche. Und dann erst, wenn das alles durch ist, dann fährst du. Und das Fahren tatsächlich in der Baureihenausbildung, das ist ein, vielleicht zwei Tage. Also tatsächlich ist es überwiegend, Baureihenausbildung ist überwiegend Theorie. Ja gut, du hast halt aber auch dementsprechend ja viel Verantwortung und solltest dich ja damit dann auch auskennen, nicht? Ja, das ist schon sinnvoll. Also ich erinnere mich an meine erste Schicht, da bin ich im Berufsverkehr direkt liegen geblieben mit kaputter Batterienetzversorgung. Ui, alleine dann oder war jemand dabei? Alleine. Okay, ungünstig? Ja, kaputte Batterienetzversorgung heißt im Übrigen in 95% der Fällen Fahrzeug räumen und abschleppen. Oh, schön. Kannst du dir vorstellen, wie das geil ist im Berufsverkehr bei deiner ersten Schicht? Ja, ich glaube, da geht einem der Stift, oder? Wie alt warst du da? 20? Da war ich gerade 20, ja. Jo, ganz geschmeidig. Also ich meine, den Stress für den Rest des Lebens hast du auf jeden Fall schon mal gehabt. Ja, das war richtig geil. Bist du denn selber privat noch sehr, sehr viel mit der Bahn unterwegs oder bist du auf Auto umgestiegen? Nee, tatsächlich nicht. Ich bin auf die Bahn angewiesen. Ich habe keinen Pkw-Führerschein. Also ich fahre immer mit der Bahn. Also wenn ich irgendwo hin will, ist es immer Bahn. Also ich bin Fahrgast und auch Lokführer tatsächlich. Deswegen kenne ich die Leiden beider Seiten sehr gut. Das ist ja super interessant. Also, das ist ja... Ich meine, wie viel Tonnen hat so eine Bahn? Viel. Einige, ja. Also, je nach Baureihe, einige. Überleg mal, du kannst so ein... Ich nenne es jetzt mal Schiff fahren, aber... Also, in Anführungsstrichen, aber kein Auto fahren. Ja, das habe ich öfter gehört. So, das musst du dir mal vorstellen. Du darfst vom Gesetz her Züge fahren, bevor du überhaupt ein Auto bewegen darfst. Möchtest du denn irgendwann nochmal einen Autoführerschein machen? Ja, ist schon angedacht, in naher Zukunft eigentlich, weil ich brauch's halt einfach irgendwann. Also ich brauch's eigentlich jetzt schon, aber gerade auch für den Beruf, das hat sich halt bisher nie ergeben. Wie viele Kilometer hast du denn schon so runtergeschraubt die letzten Jahre, weißt du das? Also bestimmt sechsstellig. Sechsstellig? Ja, bestimmt einen niedrigen sechsstelligen Bereich mittlerweile bestimmt. Boah. Das ist, also, jetzt mal so im Vergleich zu deinen Kollegen. Also, hast du Kollegen so in deinem Alter? Ist das viel oder wie können wir das denn einordnen? Für mich hört sich das halt sehr Durchschnitt. Viel. Das ist ein Durchschnitt. Okay. Also, ich mache das jetzt, mit meiner Ausbildungszeit natürlich zusammengerechnet, also nur ausgelernt, dann bestimmt nur fünfstellig. Okay. Aber so insgesamt, also, ich mache das jetzt mit der Ausbildungszeit 6 Jahre. Ja. Bestimmt sechsstellig. Und das ist ein relativer Durchschnitt, ja. Niedrigen sechsstelligen Bereich, denke ich.
Das ist sportlich. Wie weit bist du denn schon rumgekommen? Also warst du jetzt mit der Bahn nur in deiner Region, also regional, oder warst du schon mal weiter draußen? Also selbst gefahren, überwiegend regional. Also ich bin ja im Regionalverkehr, also man kann sich das vorstellen, also so im Rhein-Neckar-Region, also alles rund um Mannheim, runter nach Karlsruhe, rüber nach Kaiserslautern, nach Mainz, das Neckartal hoch bis Mosbach und Osterburken. Also das ist so, sind so meine Stammstrecken. Okay. Wie lange ist denn bei dir so eine Schicht? Also bist du so 8 Stunden unterwegs oder über? Also im Durchschnitt würde ich sagen so 9 bis 10 Stunden tatsächlich. Also das kommt immer auf die Einsatzstelle an. Bei mir in der Einsatzstelle, die kürzesten Schichten, die gehen so knappe 7 Stunden und die längsten Schichten 11,5 bis 12 Stunden. Mhm. Hast du denn... Also fährst du jetzt beispielsweise 5 Stunden in eine Richtung und dann 5 Stunden wieder zurück? Oder wie kann man sich so einen Tag vorstellen bei dir? Das kommt auf die Schicht an. Also du hast ja einen Schichtplan, da steht dann quasi deine Leistung drin, welche Züge du zu fahren hast. Das kann tatsächlich, es gibt Schichten, da fahre ich nur eine Strecke, 8 Stunden lang hin und her. Gibt aber auch Strecken, die sind abwechslungsreicher. Da bist du dann mal auf allen Strecken unterwegs. Also bei mir in der Einsatzstelle ist tatsächlich, ist es ein bisschen einseitiger. Also meine Hauptstrecken, es gibt halt Schichten, da habe ich halt wirklich nur eine Strecke, also hin und her. Du fährst einmal in die eine Richtung, steigst um, fährst in die andere, steigst wieder um, wieder zurück und zurück und zurück und zurück. Aber das kommt wirklich total auf die Schichten an. Achso, du wechselst dann sogar noch die Bahn? Ja, also manchmal behältst du auch das Fahrzeug, aber in den meisten Fällen wechselst du das Fahrzeug, ja. Also in den meisten Schichten. Es gibt wenig Schichten, wo du auf demselben Fahrzeug die ganze Zeit bleibst. Okay. Ist das einfach, weil es logistischer einfach ist, weil die sonst umgehängt werden muss, die Bahn, oder? Naja, also es gibt ja neben den Schichtplänen auch einen Umlaufplan für die Fahrzeuge. Mhm. Das macht halt die Leitstelle, da bin ich aber nicht so in der Materie drin. Ja. Aber ich weiß halt, dass die Fahrzeuge nach einer bestimmten Zeit erstmal in die Werkstatt müssen. Die kriegen dann wieder eine Hauptuntersuchung, also dass alles in Ordnung ist. Dann müssen die natürlich auch irgendwann mal gereinigt werden. Da muss das WC muss abgepumpt werden. Und das kannst du ja nicht überall machen. Das kannst du nur an bestimmten Stellen machen. Und deswegen wird halt so ein Umlaufplan gemacht, dass der halt irgendwann immer an den entsprechenden Stationen steht, wie das gemacht werden kann. Ja. Deswegen, also du behältst wirklich selten das Fahrzeug, meine ganze Schicht. Wenn du jetzt beispielsweise in eine Richtung fährst, aber nicht zurückfährst, hast du die Möglichkeit, umsonst wieder zurückzufahren oder musst du dafür selber auch noch was zahlen? Also während meiner Schicht muss quasi die Leitstelle, der Personalplaner, muss gucken, dass ich immer wieder an meiner Einzelstelle ankomme, damit ich da auch Feierabend machen kann. Also es ist so, Dienstbeginn und Feierabend ist immer an derselben Einsatzstelle. Immer an meiner Einsatzstelle. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwann mal, keine Ahnung, ich fahre jetzt nach Mainz und auf einmal ist die Strecke gesperrt und ich komme nicht zurück, dann muss er quasi gucken, ob ich irgendwie über eine andere Strecke fahren kann. Das fahre ich natürlich, also im Dienst fahre ich immer kostenlos, weil das ist Dienstweg einfach. Ja, okay. Aber es kann auch sein, dass er mir dann ein Taxi rufen muss, das ist halt dann auch die Bahn. Für Weg zur Arbeit und nach Hause gibt es das Jobticket, da zahle ich einen kleinen Anteil. Ich kann dir aber tatsächlich gar nicht sagen, wie groß der ist. Den zahle ich einmal im Jahr. Also das ist aber so nennenswert gering, dass es mir gar nicht auffällt. Deswegen kann ich dir auch nicht sagen, wie viel das ist. Ja. Privat habe ich die Möglichkeit, Freifahrten zu nutzen. Das funktioniert so. Es sind 16 Freifahrten im Jahr, die nicht auf mein Geld die sich nicht auf mein Geld auswirken. Ja. Ich glaube, ab der 17. Freifahrt gibt es dann einen entsprechenden Prozentteil, den ich steuerlich absetze, den ich steuerlich nicht absetzen, steuerlich zahlen muss. Ja. Damit kann ich quasi bundesweit mit jedem Zug der Deutschen Bahn fahren, teilweise auch mit manchen Privaten. Es gibt ein paar Private, die akzeptieren das, es gibt ein paar Privaten, die akzeptieren es nicht. Und kann dann quasi durch die Republik schippern.
Ja. Bist du denn direkt bei der Deutschen Bahn angestellt? Ja, also bei der Tochterunternehmen bei DB Regio. Ah, okay. Hast du bis auf in Anführungsstrichen dein Batterieausfall, ist dir sonst noch irgendwas mal passiert, wo du sagst, oh ja, das könnte man mal erzählen? Oh Gott, ja, eine ganze Handvoll, ne? Also, was heißt eine ganze Handvoll? Eher eine Kiste voll. Eine ganze Kiste. Also, viele denken ja, Lokführer, viele sind wie die Geradeausfahrer vom Dienst. Das liegt aber auch daran, dass keiner wirklich groß einen Einblick in diesen Beruf hat, weil den kriegst du auch nicht, weil die Berichterstattung ist ziemlich mangelhaft, die Einblicke, auf die Bahn gibt, sind ziemlich mangelhaft. Aber der Lokführerberuf macht mir zwar Spaß, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist auch Stress. Und mit diesem Stress muss man umgehen können. Neben den Störungen, die du hast, da gibt es so Störungen, die mich überhaupt nicht tangieren, so eine Türstörung oder eine WC-Störung, so das ist innerhalb von 5 Minuten ist das abgearbeitet. Bis hin zu dieser Batterienetzstörung oder teilweise, dass dein Stromabnehmer im Arsch ist, das ist natürlich auch ein Jackpot. Dass du einen kaputten Antrieb hast, dann bist du mit verminderter Geschwindigkeit unterwegs. Hatte ich auch mal. Kaputter Antrieb. Dann ist maximale Höchstgeschwindigkeit sind 80 km/h. Musste ich dann tuckern von Heidelberg bis Ludwigshafen. Bin am Ende dann an meinem Ziel angekommen mit einer Verspätung von 40 Minuten. Das sind auch so Störungen, da ging mir halt schon die Pumpe, so, und das geht, ist, da brauchst du schon ein starkes Mindset, weil die gehen natürlich auch verständlicherweise die Leute dann aufs Dach, ne? Die wollen natürlich auch irgendwann ans Ziel kommen, manche haben Anschlusszüge. Dann kommt natürlich, das ist auch ein Faktor, ich nenne es mal die äußerlichen Faktoren, das, was halt von außen einkommt. Was meine ich damit? Unfälle oder Close Calls nach, sage ich jetzt mal. Ich hatte noch keinen Unfall per se. Ich klopfe auf Holz, so toi toi toi. Ich hatte wirklich schon viele, 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 viele knappe Situationen, die dir auch, das ist einfach ein Faktor, den muss man ansprechen, die dir auch als Mensch natürlich nahe gehen und die du natürlich auch nicht einfach so vergessen kannst. Viele unterschätzen das nämlich einfach. Viele denken so, ja, das ist ja halb so wild. Ich meine, das gehört dir dazu. Ja, natürlich gehört das dazu, aber du steckst das nicht einfach weg. Ich erzähle mal von einem, das ist der mich bis heute verfolgt, will ich fast sagen. Das war ein Vatertag das war kurz vor Ende der Ausbildung, also vor 4 Jahren muss das jetzt fast gewesen sein. Ja, genau, die Angst fährt immer mit. Die Angst fährt immer mit. Da war ich unterwegs Richtung Mainz mit dem Express, also mit dem Zug, der relativ schnell fährt. 160 km/h hatte ich auf dem Tacho. Ich bin um die Kurve und da ist ein Vater mit seinem Kind über die Gleise gelaufen mit Fahrrad. Ich habe die gar nicht erkannt. Mein Ausbilder hat die erkannt, hat mich angeschrien quasi, bremsen. Und ich bin voll in die Eisen gegangen, natürlich, klar. Und ich kann dir sagen, hätte er sie auch eine Sekunde später erkannt, wir hätten sie beide totgefahren. Das ist ein Punkt, ich bin an diesem Tag auch nicht weitergefahren. Also ich bin an diesem Tag nicht weitergefahren. Ich habe gesagt, so übernimm bitte. Und ich hatte den ganzen Tag zittrige Knie. Mir war kotzübel. Da musste ich halt auch, also da, über diese Situation, die häufen sich leider Gottes auch. Und das gehört halt dazu. Und das sollte man nicht unterschätzen und dem sollte man sich bewusst sein, wenn man diesen Beruf ausübt. Dass das halt passieren kann, dass das leider Gottes öfter passiert, weil die Leute unachtsam sind, weil die Leute leichtfertig sind, weil sie teilweise keine Zeit haben, Thema Bahnübergänge zum Beispiel. Wir sind zwar relativ gut ausgestattet bei der Bahn mit einem Betriebsarzt, mit einem Betriebspsychologen. Es gibt da eine Firma, die uns zur Seite steht, aber ich musste auch außerhalb dieses Betriebsangebots musste ich auch darüber reden. Also ich habe mir auch jemanden zur Seite geholt, wo ich sage so, ey,
also wenn ich nicht darüber rede, macht es mich wahrscheinlich kaputt, diese Situation. Mhm. Das sind so Sachen, da habe ich wirklich die ganze Kiste voll. Also wirklich von bei allem Respekt von Idioten bis hin zu so Unfällen oder beinahe Unfällen, leichtfertigen Aktionen. Und jedes Mal tatsächlich, wenn, das muss ich glaube ich jetzt erstmal erklären, also wenn ein Unfall passiert, gibt es das Notrufsystem. Also es gibt ja einen Zugfunk. Und wenn ein Notruf abgesetzt wird, bekommen das alle mit, die in dieser Funkzelle sind. Ja. Und jedes Mal, wenn dieser Alarmturm im Zugfunk losgeht und jemand einen Nothaltauftrag wegen einem Personenunfall meldet, zucke ich immer kurz zusammen. Und es hat auch lange gedauert, bis das nicht mehr passiert ist, wegen dieser Situation. Also das, du musst dir wirklich im Klaren sein, die Angst fährt mit, dieser Beruf ist auch Stress, mit dem du umgehen musst irgendwie. Ja. Und es ist absolut nicht schlimm, dir Hilfe zu holen, und du solltest dir auch Hilfe holen, wenn du merkst, du musst darüber reden. Und da hilft auch nicht immer so die Partnerin, die Eltern, Freunde, sondern du brauchst wirklich professionelle Hilfe da irgendwann. Und das irgendwann, das hat auch gedauert, das in meinen Kopf reinzukriegen tatsächlich, weil keiner gibt ja gerne zu, dass er irgendwie Hilfe braucht. Das braucht einfach immer einfach einen Moment, und das ist einfach ein Faktor, den viele unterschätzen, den man auch als Fahrgast tatsächlich gar nicht so wirklich auf dem Schirm hat, aber der beschäftigt mich jeden Tag. Manchmal negativ, manchmal ist es so, okay, ich weiß, es ist da, aber ich kann mittlerweile relativ gut damit umgehen. Das ist tatsächlich halten sich die Störungen, das ist eigentlich ziemlich traurig, das zu sagen, tatsächlich halten sich die Störungen im Grenzen, aber diese Vorfälle leider nicht. Die sind, also einmal pro Woche ist schon die Regel. Dass dir jemand vor den Zug kommt. Ja. Also so vor den Zug kommt, dass du richtig den Anker dann werfen musst? Ja. Okay. Wenn wir jetzt mal uns das irgendwie vorstellen, was hast du denn für einen Weg, bis du stehst? Also der Regelbremsweg auf Hauptstrecken in Deutschland sind 1000 Meter. Ich kann dir aber sagen, das ist nicht immer einhaltbar. Ja. Das kommt natürlich aufs Fahrzeug an. Jedes Fahrzeug hat verschiedene Bremsen oder Bremskraft. Das kommt bei einer Geschwindigkeit an. Bei einer Geschwindigkeit von 160 km/h ist der Regelbremsweg 1000 Meter. Kommt, genau, die Witterung, die Gleisverhältnisse, also die Schienen, das ist ja Eisen auf Eisen, das rutscht natürlich gut, wenn es nass ist. Also ich erinnere mich an eine Situation, da ist mir das Hauptsignal auf Halt zurückgefallen und ich bin ungefähr 800 Meter davor gewesen, habe das gesehen, 140 km/h, habe sofort die Eisen zugehalten und ich bin, glaube ich, erst 500 Meter hinter dem Signal zum Stehen gekommen. So, also weit nach den 1000 Metern. Ja. Also, ich sag's mal so, wenn da jemand auf dem Gleis oder etwas auf dem Gleis, kann auch ein Gegenstand sein, so, ich habe auch schon ein Fahrrad kaputt gefahren, das eben einen Trottel dahingestellt hat, und du erkennst das, dann hast du damit schon abgeschlossen. Also ich habe damit schon abgeschlossen. Ich weiß, wenn sich diese Person nicht bewegt, dann war es das. Scheißegal, ob ich jetzt bremse oder nicht. Wenn du das erkennst und es jetzt nicht eine kerzengerade Strecke ist und der da schon steht, dann habe ich damit schon abgeschlossen. Ich weiß, okay, das knallt. Wenn der sich nicht bewegt. Ja. Also der Bremsweg ist bei sowas tatsächlich relativ unerheblich, weil wenn die wollen, dass es knallt, dann knallt's. Okay.
Sandstreuer, was ich gerade gelesen habe, Sandstreuer gibt es eigentlich bei allen Fahrzeugen, also nicht nur Güterverkehr, also auch meine Fahrzeuge, die ich kenne, die haben alle Sandstreuer. Das sorgt halt auch dafür, dass die Bremskraft erhöht wird, aber auch bei diesem Vorfall mit dem zurückgefallenen Signal auf Halt, ich habe da auch die ganze Zeit gesandet und ich habe nicht wirklich einen nennenswerten Unterschied gespürt. Auf der Auswertung sieht man das wahrscheinlich, ja, aber du spürst nicht wirklich einen nennenswerten Unterschied. Musst du denn, wenn du jetzt 500 Meter, sag ich mal, hinter dem Signal bist, musst du einen Rückwärtsgang reinschmeißen und wieder zurückfahren dann? Nee. Okay. Also es gibt ein Verfahren, das nennt sich Vorbeifahrt am haltzeigenden Signal. Wenn es selbst verschuldet ist, endet für dich an diesem Tag der Dienst. Du bist abgelöst. Wenn du an einem haltzeigenden Signal aus Unachtsamkeit oder sonst irgendwas vorbeifährst, endet für dich der Dienst. Ja. Wenn du an einem haltzeigenden Signal allerdings vorbeifährst im Störungsfall, dann bekommst du einen schriftlichen Befehl. Also du nimmst Kontakt zum Fahrdienstleiter auf, du sagst ihm, ey, ich bin am Signal mit der Nummer so und so, da hat der Bezeichnung so und so vorbeigefahren, gesandt bis zum Stillstand. Das ist wichtig zu sagen, weil der Sand isoliert dich vom Gleichstrom potenziell und dann bist du mit den Fahrdienstleitern nichts mehr zu sehen und dann kann ein Zug in deinen Abschnitt reinfahren. Gab es auch schon Unfälle deswegen. Und dieser Fahrdienstleiter, der gibt dir dann quasi einen Befehl, den füllst du aus, den füllt auch er aus, der berechtigt dich quasi dann weiterzufahren. Okay. Es kommt dann auch immer drauf an, was für ein Signal das ist, wie das aufgebaut ist, was für ein Streckenabschnitt das ist, also wie du dich halt zu verhalten hast, welche Geschwindigkeit, ist so große Materie, also welche Geschwindigkeit du benutzt, wie weit du diese Geschwindigkeit fahren musst, ob du auf irgendwas achten musst tatsächlich. Es kann natürlich auch sein, dass gerade irgendwas, im Fachkreis nennt man das Rotausleuchtung. Das heißt, dass der Fahrdienstleiter fälschlicherweise angezeigt bekommt, dass im Streckenabschnitt ein Zug steht. Dann fallen alle Signale in diesem Abschnitt auf Rot. Dann musst du auf Sicht fahren. Also es ist so, sicherheitstechnisch bist du bei der Bahn relativ gut aufgestellt. Wenn es nur Vorbeifahrt an einem haltzeigenden Signal ist. Ja. Okay. Genau. Züge fahren meist auf Signal und in Ausnahmefällen auf Sicht. Genau. Im Störungsfall gibt es das Verfahren Fahren auf Sicht. Aber auch nur in Ausnahmefällen tatsächlich. Haben denn mittlerweile, wir sind ja schon ein bisschen moderner, gibt es denn die Möglichkeit, dass Leute von außen zum Beispiel deine Fahrgastzelle überwachen können? Also das habt ihr Kameras drinne, wo Leute aus der Zentrale reingucken können und gibt es die Möglichkeit, also seht ihr die Strecke, also gibt es davon Videoaufzeichnungen, wenn so viel passiert? Im Zug, im Fahrgastraum gibt es Kameras, ja. Ich glaube aber, die kannst du nur auswerten durch die Polizei. Also ich glaube nicht, dass es da Live-Übertragungen gibt. Mhm, okay. Kameras auf Strecken gibt es nicht. Es gibt teilweise kameragesicherte Bahnübergänge. Also dass du halt im Stellwerk einen Monitor hast, wo du halt quasi auf dem Bahnübergang siehst. Das sind dann Live-Übertragungen, ja. Ja. Gibt es aber, glaube ich, auch nicht so oft. Also ich kenne tatsächlich in meinem Bereich keinen, das ist zumindest nicht bewusst, einen Bahnübergang, der das hat. Die sind anderweitig gesichert. Und ich sehe an der Strecke halt nur das, was ich in meinem Blickfeld quasi habe. Ja. Und halt das, was mir halt die Signale anzeigen. Also, sagen wir mal, irgendjemand parkt sein Auto auf den Schienen. Ist dir das schon mal passiert? Nee. Okay. Und du würdest da jetzt reinkrachen. Mhm. Wie hast du denn für dich die Möglichkeit, dich rein rechtlich gesehen davor zu sichern, dass du das nicht verschuldet hast? Also bei einer Sache mit Parken im Profil, also im Gleisbereich, ist die Schuld ja eigentlich relativ schnell geklärt. Ja. Also wenn du im Gleisbereich parkst, dann, ne, ist klar. Mhm. Das ist auch rechtlich so eigentlich abgesichert. Also da trifft mich keine Schuld. Es ist aber anders bei der Sache mit,
Unfällen mit Personenschaden oder bei einem Suizid. Ja. Wenn sowas passiert, erfolgt in den meisten Fällen auch gleichzeitig eine Ermittlung / Anzeige gegen dich als Lokführer. Ja. Weil für die Staatsanwaltschaft ist das Mord. In allerersten Fällen. Bis diese Untersuchung durch ist, bist du Mordangeklagter. Mhm. Weil du hast ja quasi mit deinem Fahrzeug jemanden getötet. Das ist super beschränkt. Ich halte das für super beschränkt, muss ich ganz klar so sagen, weil du als Lokführer der Machtlose bist. Ja. Und jeder weiß das. Weil du kannst ja nicht ausweichen oder sowas. Beweist du da quasi deine Unschuld? Genau. Du kannst das überhaupt nicht. Du selbst kannst es null. Du wirst quasi freigesprochen durch die, auch der ein Zug hat quasi einen Bordcomputer, durch die Auswertung des Bordcomputers, durch die Untersuchungen an der Strecke, also durch die Gegebenheiten an der Unfallstelle. Da kann ich dir aber jetzt nicht sagen, wie das abläuft, da habe ich keinen Einblick zu, ich bin ja kein Ermittler oder sowas. Ja, ja. Meine Geschwindigkeit wird aufgezeichnet, es wird aufgezeichnet, ab wann ich eine Notbremsung einleite, es wird aufgezeichnet, wenn ich sande, es wird alles aufgezeichnet. Und natürlich auch Zeugenbefragungen finden statt. Also in der Regel, es dauert tatsächlich meistens keine 2 Tage und die Anklage ist vom Hals. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass das trotzdem ziemlich scheiße wirkt erstmal für dich als Betroffener. Ja. Weil du selbst bist machtlos, wenn es darum geht, den Unfall zu verhindern. Und du bist machtlos, deine Unschuld zu beweisen. Du kannst nichts machen. Das Einzige, was du machst, ist bremsen und das war's. Wie kann man sich so diesen Vorgang beim Bremsen denn, also wie viel Kraft wirkt? Da wirst du richtig nach vorne gezogen, wenn du den Anker schmeißt? Oder also, dass man mal einfach nur mal so sich vorstellen kann, wie viel Kraft da wirkt. Also Notbremsung, ne? Wir reden ja nicht von Normalbremsung, sondern Notbremsung. Eine Notbremsung, ja, das kriegst du in der Regel schon so ein bisschen mit. Also bei der S-Bahn, die ich fahre, nicht so krass, weil die nicht so eine krasse Bremswirkung hat. Also die schon eine krasse Bremswirkung, aber nicht so, dass du es brutal merkst. Bei der Baureihe 429, bei dem Civic, den ich ja vorhin erwähnt hatte, das merkst du schon, weil der hat richtig Zunder. Und der hat auch einen ordentlichen Anker. Der hat auch zusätzliche Bremssysteme, eine Magnetschienenbremse zum Beispiel. Mhm. Das kriegst du schon mit. Aber in den allermeisten Fällen würde ich sagen, so krass sich Notbremsung anhört, ist auch vielleicht einen kleinen Ruck, kriegst du davon eigentlich nichts mit. Okay. Was ja auch bemerkenswert ist, weil das wiegt ja ein bisschen und das schiebt ja auch ein bisschen. Ja, genau. Deswegen ist auch der Bremsweg so lang. Also beim, das ist ja ein Faktor. Ja. Beim Führerschein zum Beispiel machst du in der Führerscheinprüfung bei 30 eine Notbremsung. Also du musst halt auf die Bremse treten und die Kupplung gleichzeitig, dass der Motor nicht abwirkt. Hast du sowas bei dir in der Fahrschule auch gemacht? Also bist du wirklich mal so weit gegangen, dass sie gesagt haben, so, wir machen jetzt mal irgendwie auf dem abgestellten Gleis oder so eine Notbremsung? Ja, aber nicht auf dem abgestellten Bereich. Ja. Also wir haben das im Rahmen der Fahrzeugausbildung gemacht. Mhm. Aber da ist auch nicht so 30 km/h, sondern du gehst an die Grenze. Also 140 und 160 km/h und dann Anker schmeißen. Nicht zum Testen deiner Reaktion, sondern einfach damit du ein Gefühl für den Bremsweg auch kriegst. Mhm. Weil der halt einfach enorm ist. Also ich erinnere mich, das war in der Fahrzeugausbildung von der Baureihe 429, die fährt 160 km/h. Wir sind auf 160 km/h beschleunigt und dann sollte ich den Anker schmeißen und das hat sich angefühlt, als wäre ein Jahr vergangen. Also das kriegst du so, wenn du es nicht gesehen hast oder nicht gespürt hast, sag ich mal, glaube ich, dass der Bremsweg für dich einfach du kriegst ihn nicht vor Augen. Ja. Das ist so endlos lang, alle denken sich natürlich so, alle meisten fahren Auto, alle denken sich ja, ich
tritt auf die Bremse und ich stehe. Das mag beim Auto mehr oder weniger so funktionieren. Da stehst du natürlich auch nicht gleich. Aber bei einem Zug, es gibt genug YouTube-Videos, die das zum Beispiel zeigen, Bremsvergleich Auto-Zug. Das ist halt nicht so, ne? Und das ist schon krass irgendwie. Stell dir jetzt mal gerade bildlich vor, du rennst in einem Stadion 2 1/4 Runde. Mhm. Dann steht dein Zug. Ja, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Ja, das sind ja 1000 Meter. Mhm. Was für ein Weg das? Oder geh mal einen Kilometer spazieren. Ja. Also geht mal bewusst einen Kilometer spazieren. Das ist ein Bremsweg für einen Zug. Also du musst ja theoretisch, wenn du doch eine Einfahrt hast in einem Bahnhof, musst du doch die Einfahrt schon gefühlt eine Viertelstunde vorher in Anführungsstrichen vorbereiten, oder? Nochmal. Na, wenn du willst in den Bahnhof rein, also du hast einen Halt. Und damit du vernünftig stehst, also eine Punktlandung hast, musst du doch dieses, ich sag's mal in Anführungsstrichen, Manöver musst du doch schon super früh vorbereiten, oder? Da kommt die Streckenkunde ins Spiel. Ja. Es ist so, dass wenn du, und du fährst meistens auch langsamer ein, genau. Ja, klar. Es ist so, bevor du auf einer Strecke fahren darfst, brauchst du eine Streckenkunde. Das bedeutet, du fährst quasi bei ausgebildeten Lokführern mit und lässt dir quasi einmal erklären, welche Besonderheiten es auf Strecke gibt. Du guckst dir die Strecke einmal genau an. Du guckst auch in der Streckenbuch, also jede Strecke, also im Streckenbuch ist für jede Strecke auch nochmal alle Besonderheiten und alle Gegebenheiten aufgelistet. Das guckst du dir an. Und genau, wie es Melmo gerade schreibt, es gibt am Schienenrand auch Signale, nicht Schilder, wichtig zu unterscheiden. Ein Signal nennt sich die Haltetafel. Die steht 1 Kilometer vor dem Bahnsteig. Und dazu habe ich natürlich auch noch meinen Fahrplan. Im Fahrplan habe ich auch alles aufgeschrieben mit Kilometeranzahl. Daran orientiere ich mich halt. Also ich habe die Signale, ich habe meinen Fahrplan und ich habe die Streckenkunde. Weißt du, was mir gerade bei diesem Gespräch bewusst wird? Wie verrückt dieser Beruf eigentlich ist. Also, weil man sieht halt so, wenn du, nehmen wir mal Straßenbahn, ich weiß jetzt nicht genau, wie das bei dir funktioniert. Die haben halt 2 Hebel in der Hand. Weißt du, wenn sie stehen, klappen sie ihn rum und wenn sie Gas geben, haben sie den Hebel halt. Aber das ist ja so viel mehr. Also, schon allein, natürlich so physikalisch gesehen, ja, ein Zug ist schwer und Bremsweg ist lang. Aber wenn man sich jetzt mal überlegt, dass das halt einen Kilometer dauert, bis das Ding steht, ist das ja von der Logistik her im Kopf so, wow. Also, du bist ja theoretisch mit deinen Augen die ganze Zeit 10 Stunden nur beschäftigt, oder? Ja. Ja, also ich bin, also eine meiner Fahrtrainerinnen hat mich mal während der Fahrt so aufgewiesen, ey Kevin, du sitzt wie ein verkrampfter Sack hier auf dem Stuhl. So, entspann dich doch mal, lehn dich mal zurück, komm mal ein bisschen runter, komm mal an. Ich denke mir so, ich bin die Ruhe selbst, so, ich bin einfach nur konzentriert, so sehe ich halt aus. Ich ziehe auch eine Fresse, ne, wenn ich am Fahren bin. Da denkst du, ich habe die schlechteste Laune, wie 2 Wochen Regen. Aber ich bin einfach nur konzentriert. Also mir macht das ja Spaß, aber ich bei mir sind halt einfach diese Betriebsabläufe, die sind halt einfach automatisiert. Ja. So, ich fahre einfach, ich bin einfach konzentriert so. Und für euch mag das natürlich wie eine Mammutaufgabe klingen. Ja. So natürlich, klar. Für mich ist das aber mittlerweile natürlich Alltag. Und ich habe ja am Anfang gesagt, für viele sind wir die gerade Ausfahrer vom Dienst. Ey, im absoluten Normalfall, fahren kann jeder. Das da hinten dran, das ist die Challenge, die du meistern musst. Okay. Die Betriebsabläufe, den Störungsfall, Baustellenverkehr gehört auch dazu.
fahren im absoluten normalen Betrieb. Ohne irgendwas, ohne irgendwelche Besonderheiten. Das kann jeder. Mag ich jetzt mal zu behaupten, weil das ist nicht schwer. Es ist wirklich nicht schwer, weil es ist genauso, wie du gesagt hast. Hebel nach vorne, Hebel nach hinten, Tür auf, Tür zu. Ach, du bist der, die Türen aufmacht, ja? Klar. Gut. Also ich erteile die Türfreigabe. Ja. Die Türen aufmachen musst du schon selbst. Ja, ja, na klar. Also ich roll jetzt nicht den roten Teppich für dich aus oder so. Ja, sowas. Logisch. Für dich bestimmt, aber für den Rest nicht. Naja, jetzt übertreib nicht. Wenn wir uns mal, also Kevin, versuch mir mal einen Gefallen zu tun, wenn du in deinem Sitz sitzt. Was ist in deinem Augenfeld drin? Also Bildschirme, Knöpfe. Ich meine, ja, du guckst raus, aber was ist in deiner Peripherie drin, wenn du dort sitzt? Oder guckst du da schon gar nicht mehr drauf? Wo, also was habe ich denn in meinem Führerstand? Fangen wir mal so an. Ja. Natürlich neben meinem Fahr- und Bremshebel. Die ganzen Steuerungseinheiten für die Türen, die Steuerungseinheiten für die Zugsicherung, also die PZB, punktförmige Zugbeeinflussung. Ja. Dann natürlich sowas wie Lichter einschalten. Im Fahrgastraum, im Führerraum, die Außen- guten Morgen, meine Signallichter quasi. Das Makrofon, Sandstreuer. Und dann habe ich vor mir, ich gehe jetzt mal von der Baureihe 425 aus, also von der S-Bahn, die ich am meisten fahre. Links von mir habe ich das Gerät für den Zugfunk. Das ist ein Telefon in unfassbar komplex und groß. Dann habe ich auf der anderen Seite mein maschinentechnisches Display. Da kann ich einsehen den Status meines Zuges quasi, also wie viel Strom habe ich, welche Hauptschleusen eingeschaltet, wie geht es mit meinen Antrieben voran, welche sind aktiv, ich kann die sogar ausschalten dort. Ich kann die Zugsicherung dort einstellen. Ich muss natürlich dann auch Zugnummer und meine Identifikation, also meine Triebfahrzeugnummer muss ich eingeben. Ich kann da sehen, wie viel Bremskraft ich aufwirke, wie viel Leistung ich aufschalte und noch vieles mehr, also vieles, was ich jetzt noch gar nicht... Also Störungsliste habe ich da zum Beispiel auch noch. Dann vor mir eine Multifunktionsanzeige. Da habe ich natürlich haufenweise Leuchtmelder zwecks Status der Türen. Geschlossen, offen. Die Leuchtmelder für die GSMR-Netz ist das. Das ist ein Mobilfunknetz. So funktionieren die Handys übrigens auch überwiegend. Ja. Dann habe ich da Leuchtmelder zur Zugbeeinflussung, also zur PZB. Ich habe Bremsindikatoren, also Leuchtmelder zur Bremse zum Beispiel, Notbremsung und so weiter. Dann habe ich links quasi Anzeige zum Thema, also immer noch im gleichen Feld habe ich Anzeige zum zur Brems- und zur also zur Traktion quasi, also Leistung und Bremskraft. Dann natürlich ein Tacho. Dann habe ich rechts noch mein Ebola, elektronischer Buchfahrplan und Langsamfahrstellen. Dort ist mein Fahrplan drin. Wie schnell darf ich fahren? Wo habe ich zu halten? Welche Signale sind wo? Mit Kilometeranzeige und so weiter und so fort. Mit Abfahrts- und Ankunftszeit. Dann habe ich da zum Beispiel noch, das nennt sich Ebola. Nicht Ebola, Ebola. Dann habe ich da noch Knöpfe für Ansagen. Da kann ich im Fahrgastraum Ansagen machen. Ich kann rechts von meinem Zug außen Ansagen machen, ich kann links von meinem Zug außen Ansagen machen, ich kann in den verschiedenen Führerständen sprechen. Unten habe ich dann noch den Hörer für meinen Zugfunk. Und das ist quasi mein Arbeitsplatz. Ich habe dann noch links eine Schalte für Bremsprobe, für Federspeicherbremse und für Überbrückung von Sicherheitsfahrschaltung, also von der SIFA. Die überwacht alle 30 Sekunden, ob ich noch am Leben bin. Ich kann dort die Türen überbrücken, ich kann Zugsicherung überbrücken, ich kann den Batterie abschalten dort. Da ist auch noch die Batterieanzeige, also wie viel Spannung ist auf der Batterie. Und habe ich jetzt irgendwas vergessen? Heizbarer Massagesitz. Das wäre schön, aber unsere Sitze sind schon relativ modern. Ja, würde ich schon sagen. Aber das ist
Genau, das, was hier gerade im Chat gepostet wurde, der Link, das ist quasi mein Arbeitsplatz. Mein Hauptarbeitsplatz, ja. In der Baureihe 425. Okay. Öffnen wir das mal für die Visualisierung, weil so vom Anhören. Okay. Das sieht man aber leider nicht alles. Ja, also das sieht jetzt ein bisschen aufgeräumter aus, als wie du es beschreibst. So, ich habe mir gerade vorgestellt, was ist da alles drin? Das sieht aber sehr schön angeordnet aus. Ja, ist es tatsächlich. Und auch relativ übersichtlich. Ja. Okay. Also ganz links, das was abgeschnitten ist, Zugfunk. Die Hebel unten, das ist für Stromabnehmer und Zugsicherung. Ja. Dann das erste Display von links ist die das maschinentechnische Display mit den ganzen Statusindikatoren. Dann in Front die ganzen Leuchtmelder zu den entsprechenden Zugsicherungssystemen und Türen. Dann die Traktion, Tacho, unten die Hebel für Sand, Makrofon, Licht. Rechts das, der Fahrplan, also das Ebola. Unten habe ich noch Sicherheitsmechanismen zur Störfahrt, zum Notbremsüberbrückung, die Tür-Taste habe ich rechts. Ja. So grob das vereinfacht dargestellt. Okay. Jetzt habe ich vergessen, was ich fragen wollte. Ich hatte noch was auf dem Plan. Ach so, genau. Erstmal noch eine wichtige Frage, die ist wirklich sehr elementar bei jedem Job. Ich weiß nicht, ob die Frage schon gestellt wurde, aber wie ist das, wenn der Lokführer dringlichst auf Toilette muss, auch in Bezug auf die Kameras im Führerhaus? Im Führerhaus gibt es keine Kameras. Also im Führerstand gibt es keine Kameras. Wenn ich auf Klo muss, dann hoffe ich, dass mein WC im Fahrzeug funktionsfähig ist. Wenn das der Fall ist, gehe ich da auf Klo. Wenn das nicht der Fall ist, und das ist leider Gottes immer häufiger der Fall, dann wird links oder rechts, Optimalfall nicht auf Bahnsteigseite, die Führerraumtür aufgemacht und dann wird gepinkelt ins Gleisbett. Wie man das dann macht. Ja, irgendwann muss man halt, ne? Also da bin ich auch schmerzfrei. So, irgendwann ist halt Feierabend, irgendwann halte ich es halt auch nicht mehr aus, so. Mhm. Ich glaube, dass meine Blase mittlerweile sehr trainiert ist, aber irgendwann ist halt auch Feierabend. Und wenn ich jetzt nicht an einem Bahnsteig stehe oder in einem Bahnhof, wo hier irgendwie eine Toilette im Gebäude ist, dann wird halt die Tür aufgemacht und wird halt gepinkelt. Ich habe auch schon gesagt, so, am Bahnhof angekommen, musste auf Klo, meine Toilette im Fahrzeug war defekt. Hab einen Fahrdienst angerufen und gesagt, so, ab hier 5 bis 10 Minuten Verspätung, ich gehe auf Toilette. Du bist also schuld dafür, dass wir immer zu spät kommen. Ich möchte euch mal erleben, 4 Stunden oder 5 Stunden im Fahrzeug gefesselt und nicht auf Klo gehen können. Aha. Dann reden wir weiter. Diese Ausreden schon wieder hier. Ja, schlimm, ne? Oh Gott, dafür bezahle ich 9 Euro. Kannst du's wagen? Ja, 9 Euro, noch zahlst du 9 Euro dafür, ja. Noch 10 Tage noch. Ja, weiß ich nicht, fahr keinen Zug. Außer bei dir. Bei dir würde ich Zug fahren. Bei dir würde ich einsteigen. Einfach für einen Gag. Ja, kommst du rum, sagst du Bescheid. Ich habe auch schon Sascha, also E-Guy, mit dem habe ich ja auch schon gesprochen. Dem habe ich sogar meine Lokführermütze geschickt. Oh. Ja, die hat er, glaube ich, immer noch. Dem habe ich gesagt, so, ey, wenn du irgendwann mal hier unten bist, weil der auch total fasziniert ist, der hatte dann immer Trains in World 2 gespielt und da hatten wir im Chat immer Running Gags. Ich habe ihm dann irgendwann gesagt, so, für jeden Halt, weil der das nicht hinkriegt mit dem Bremsen, mittlerweile ein bisschen besser, für jeden Halt, den du annehmbar stehst, kriegst du 5 Euro. Ach so. Und hab ihm gesagt, wenn du immer hier unten bist, sag Bescheid, ich nehme dich mit. War es auch im Führerhäuschen? Ja klar, würde ich bei dir auch machen. Ich habe meinen Bruder auch schon mitgenommen. Mein Bruder, der hat ein bisschen Schwierigkeiten mit Einstieg im Jobmarkt. Ja. Hab gesagt so, ey komm, beste 2 Schichten bei mir mit. Hab ihn mitgenommen. Schön. So, das ist natürlich jetzt nicht groß erlaubt so, aber ein bisschen Spielraum hat man natürlich auch. Ja, man kann ja durchs Fenster gucken. Stream aus der Lok, das geht. Wird auch, ja, wurde auch immer bei Sascha gefragt, so, das geht allein deswegen nicht, weil, ohne irgendwas zu unterstellen, du hast einen Idioten,
der dich an der Strecke, der sich an die Strecke stellt und was weiß ich was macht und du bist im Arsch. Ja, nee, das geht nicht. Das geht leider nicht. Sonst würde ich es machen. Sonst würde sogar ich das streamen. Ich habe, gibt es so Führerstandsmitfahrten auf YouTube, da habe ich auch ein paar gemacht von. Aber ich würde liebend gern mehr aus meinem Berufsleben zeigen. Ich würde liebend gern mehr aus der Materie Bahn zeigen. Aber es geht einfach nicht. Es ist einfach nicht machbar. Es gibt ja auch diesen Landwirt, der immer auf Twitch streamt, ne? Ja. Ich würde sowas liebend gern mal machen. So einfach auf Twitch eine Schicht streamen. Wie geil wäre das denn? Ja, theoretisch, wenn du die auf dich selber hältst, dürfte das doch gehen, oder nicht? Ja, aber da hast du ja nicht wirklich groß was, ne? Von, also, ja. Das ist ja, ich meine, du kannst mir dann zugucken, wie ich da sitze und ein paar Knöpfe drücke und ein paar Hebel vor und zurück schiebe. Ey, ich würde das absolut feiern. Ja, ich glaube aber, das dürfte ich nicht tun. Ja, das kann gut möglich sein. So, selbst diese Führerstandsmitfalten, sogar das ist ja auch eigentlich Grauzone. Und das ist ja nur die Strecke. Ja. Wie sieht denn das aus mit dem, wir hatten ja eben gerade das 9-Euro-Ticket kurz mal. Wie sieht denn da so die Auswirkung aus? Also mal aus deiner Perspektive, wie kommt das denn an und was bringt das für logistische Probleme mit sich? So, aber nur aus deiner Perspektive. Ich habe da zwei Perspektiven zu. Okay. Das liegt aber auch daran, dass ich auch in der Politik bin. Mhm. Ich finde das 9-Euro-Ticket als Auslast, also als Entlastung oder als Möglichkeit, den ÖPNV zu stärken, eine nette Idee. Ich finde sie aber nicht sonderlich gut umgesetzt. Warum? Und da kommt jetzt die betriebliche Sache. Ich bin nicht bei der CDU, ich bin noch nicht bescheuert. Die Bahn, nicht nur die Deutsche Bahn, jedes Eisenbahnverkehrsunternehmen in Deutschland ist nicht für diese Masse an Nachfrage, sage ich mal, in so kurzer Zeit gewappnet. Wir haben nicht nur die Kapazitäten in Sachen von Fahrzeugen, sondern auch nicht die personelle Kapazität dazu. Ich habe Bilder aus Mannheim, die Bahn, nicht nur aus Mannheim, generell aus ganz Deutschland, die Züge hoffnungslos überfüllt, die Bahnstrecke hoffnungslos überfüllt. Teilweise mussten wir sogar Züge räumen lassen durch die Polizei, weil Fluchtwege nicht gegeben waren, weil du teilweise Leute gar nicht mehr hast mitnehmen können. Also es ging mit Einführung des 9-Euro-Tickets im Juni diesen Jahres von unserem Leiter, also Fahrsteuerungsleiter in Ludwigshafen, eine Rundmail raus an alle Lokführer und alle Kundenbetreuer mit der Meldung, ey, das werden richtig beschissene Wochen für uns. Wir danken euch jetzt schon für alle eure Dienste. Wenn es aber nicht weitergeht, also im Sinne von Züge sind überfüllt, das sind die betrieblichen Handlungsmaßnahmen, also darüber zu informieren, dass Überbesetzung ist, also Fahrgäste, Stellwerk und Leitstelle. Und im Zweifelsfall Polizei anfordern und räumen, wenn halt die Fahrgäste nicht freiwillig halt sich verteilen, sage ich jetzt mal. Und das ist tausendfach passiert, also wirklich tausendfach. Also wir sind nicht für solche Massen gewappnet aktuell. Und damit ich habe jetzt nur die Deutsche Bahn aus Sicht der Deutschen Bahn, aber ich weiß auch, dass das bei anderen Verkehrsunternehmen genauso ist. Und die Idee ist ja schön, die Umsetzung ist eine Katastrophe, weil das hätte man wissen müssen. Das hätten alle wissen müssen, das hätte auch die Politik wissen müssen, weil ich glaube, ich muss hier keinem erzählen, dass Verkehrswende und generell Schieneninfrastruktur in Deutschland, das sind wir ja großer Vorreiter von, ne? Das können wir ja. Kappa. Genau. Gut. Ich habe es extra nur nochmal angeführt. Das war Ironie für Menschen, die mit Kappa nichts anfangen können. Melmo, die Frage finde ich auch ganz gut. Denkst du, dass der Ausbau des ÖPNVs zu wenig passiert? Also generell, absolut. Die Schieneninfrastruktur in Deutschland ist auf einem katastrophalen Stand. Man hat sich mit der Privatisierung der Bahn darauf konzentriert, Geld zu verdienen. Also das Konzept, dass die Deutsche Bahn Geld verdienen soll, ist ein falsches Konzept. Die Deutsche Bahn soll Güter transportieren und Menschen befördern. Und zwar vernünftig und zuverlässig. Man hat sich damit beschäftigt, unwirtschaftliche in Anführungsstrichen Strecken stillzulegen, das Schienennetz extremst zurückzubauen
Und jetzt sind wir am Stand von heute. Die Deutsche Bahn ist nicht konkurrenzfähig. Die Deutsche Bahn ist nicht zuverlässig. Die Deutsche Bahn ist marode. Die Deutsche Bahn bringt auch kein Geld ein. Das ist übrigens der größte Witz überhaupt. Man möchte Geld verdienen, aber die Deutsche Bahn ist hochverschuldet. Eigentlich müsste man das Schienennetz in Deutschland generell überholen. Unser wundervoller Verkehrsminister, nun wird gefeuert, ja. Unser wundervoller Verkehrsminister hat ja gesagt, wir packen das jetzt an. Ich bin da relativ, skeptisch mit FDP im Finanz- und Verkehrsministerium, aber das ist wieder eine politische Einschätzung. Eine Verkehrswende kriegen wir nur hin mit einem guten Verkehrssektor im Bereich der Schiene. Und damit meine ich nicht nur Personenverkehr, sondern auch Güterverkehr. Für mich gehören Güter auf die Schiene, nicht auf die Straße. Also ja, es passiert nichts. Also es passiert wirklich nichts. Also das, was passiert, ist nicht nennenswert. Hier bei mir in der Region wird jetzt zwar gerade die Stellwerke modernisiert. Das läuft so semi-gut. Und wir versuchen auch auf kommunalpolitischer Ebene zwei Strecken seit Jahrzehnten zu reaktivieren. Und jedes Mal gibt das so ein Kosten-Nutzen-Faktor, der muss 1,0 betragen. Bei den Strecken beträgt er 0,99, ist kein Witz. Und deswegen wurde das nicht genehmigt. Und die Nachfrage nach diesen Strecken ist immens. Und das ist nicht nur bei mir in der Region so, das ist so bei so vielen, vielen Standpunkten so. Es ist wirklich zum Heulen. Eigentlich musst du das Schienennetz, so wie es in Deutschland aktuell Stand der Dinge ist, das ist halt ein Witz, ne? Also wenn ich mir die Nachbarländer angucke, die kriegen das 50 Mal besser hin und mit 50 Mal weniger Aufwand, da frage ich mich, wo es in Deutschland hapert. Und Timmy, nee, ich will dich nicht arbeitslos machen, ich will einen Kombinationsverkehr aus Binnenschifffahrt, Schienennetz und Güterverkehr auf der Straße. So wie es in zig anderen europäischen Ländern auch schon funktioniert. Punkt. Wie ist denn, wenn du mal vielleicht einen Vergleich oder einen Abriss machst, wie ist denn so der Normalbetrieb ohne 9-Euro-Ticket? Im Berufsverkehr ähnlich wie aktuell im 9-Euro-Ticket. Je nach Strecke natürlich, also auch hoffnungslos überfüllt, weil keine Kapazitäten da sind. Und ansonsten merkt man halt, dass in Deutschland die Bahn ein ziemlich kaputtes Image hat. So, also keiner möchte großartig mit der Bahn fahren, weil man mit der Bahn A mindestens doppelt so lang braucht als mit einem Auto, weil es lächerlich teuer ist und unzuverlässig. Also fahrgastmäßig ist das 50 Mal entspannter als mit einem Euro-Ticket tatsächlich. Fahrzeugtechnisch würde ich sagen, ja, die Fahrzeuge sind halt viele marode, viele alt, viele störanfällig. Also da ist tatsächlich kein großer Unterschied. Auch kapazitätsmäßig, wie gesagt, ist kein großer Unterschied, klar. Streckentechnisch auch nicht groß, also Störungen fallen häufig an, viele Baustellen. Die Baustellen sind aber auch nötig. Also Unterschied 9-Euro-Ticket zum Normalbetrieb ist tatsächlich eigentlich nur das Fahrgastaufkommen. Okay. Wie kann man, wenn du mal einfach eine Prozentzahl in den Raum schmeißt, wie groß ist der Unterschied da? Abgesehen vom Berufsverkehr würde ich sagen, sogar über 100% Unterschied. Also ich habe teilweise sogar Züge, die ich leer fahre. Also im Normalbetrieb dann? Ja. Okay. Und das, meinst du, liegt halt so an dem Image dann? Oder weil einfach die Logistik nicht gegeben ist, dass man... Es ist ein Gesamtpaket. Es ist das Image, okay. Durch den schlechten Service, es ist der Preis, es spielt alles zusammen. Solange ich von Hamburg nach München für
ein paar Mark 50 innerhalb von, keine Ahnung, einer halben Stunde fliegen kann und ich für ein paar hundert Euro, ich glaube, es ist zwischen 6 und 8 Stunden mit dem ICE brauche, stellt sich mir auch nicht die Frage, ob ich fliegen oder mit der Bahn fahren würde. So, wenn ich keine Flugangst hätte, muss ich sagen, Schande über mein Haupt, würde ich auch fliegen. Ne? Oder mit dem Auto fahren, wenn ich einen PKW hätte. Mhm. So, selbst mit den aktuellen Spritpreisen ist das noch billiger. Und es braucht weniger Zeit. So. Und ich habe ja gesagt, ich bin ja auch in der Politik so. Und um die Frage zu lüften, also ich bin bei den Grünen kommunalpolitisch unterwegs. Ja. Und ich kann ja durch meine Expertise aus dem Sektor viel dazu beitragen, dass was passiert ist. Dass was passiert. Aber leider Gottes kommt es halt nicht an. So, in Deutschland läufst du damit gegen die Wand. So traurig wie das ist. Du sagst irgendwas, du machst A, Bahnverkehr und alle schalten ab. Weil jeder weiß so, eine Fahrt in eine Stadt, 3 Waben, 7 Euro pro Fahrt. Mit dem Auto bin ich da A, eine halbe Stunde schneller und es kostet weniger. Wo ich mir dann so denke, so, wo ist denn da das Verhältnis? Ihr wollt Verkehrswende, ihr wollt Klimaschutz und ihr lasst euch für 7 Euro, 9 Euro teilweise, eine Viertelstunde mit der Bahn, wohin kutschieren. Ja, natürlich funktioniert das nicht. Herzlichen Glückwunsch. Freie Fahrt für freie Bürger, ne? Ja. Das ist so frustrierend. Das ist aber auch nicht so frustrierend auf politischer Ebene, sondern auch aus Lokführerebene. Du kriegst diesen Frust ja ab. Ne? Das ist ja auch so ein Faktor. Du hast mich ja vorhin gefragt, was sind denn negative Faktoren. Also ich habe ja gesagt, ich bin eine ganze Kiste voll. Ja. Das ist ja auch der Respekt und auch der Frust der Leute. Der ist ja katastrophal. Du kriegst das ja ab. Auch wenn du überhaupt nichts dafür kannst. Also, ich sag mir meistens immer, die beleidigen die Uniform und nicht mich als Person, weil die kennen mich ja nicht als Person. Ja. Aber das nimmt so krass zu. Das ist so schlimm geworden und es ist so traurig. Also, Beleidigungen, das ist häufig. Tätliche Übergriffe, die werden häufiger. Ich bin noch nicht geschlagen worden. Das Krasseste, was ich hatte, ist bei einer Wende am Bahnhof klopft es innen im Zug, im Fahrgastraum an der Tür. Ich mache die Tür auf. Der hätte ja eine Frage sein können, eine Auskunft haben wollen oder sowas. Dafür bin ich ja auch da. Ich mache die Tür auf und da steht ein etwas jüngerer Mann, etwa so in meinem Alter, würde ich jetzt mal schätzen. Und er sagt kein Wort. Er rotzt mir kommentarlos mitten ins Gesicht. Dreht um und geht. Ich weiß bis heute nicht, wieso. Und das sind so Sachen, die häufen sich. Der Respekt ist unter aller Sau. So, ich kann es ja ein Stück weit verzählen, so ich möchte auch einen guten Service haben. Ich möchte auch gut von A nach B kommen, wenn ich schon so viel Geld dahin legen muss. Das geht jetzt mal raus an alle so. Vergesst bitte nicht, dass wir in dieser Pyramide ganz unten sind. Wir Lokführer, wir Kundenbetreuer, Zugbegleiter, das Stellwerkspersonal. Wir sind ganz unten in der Nahrungskette. Um unsere Meinung schert sich niemand in diesem Konzern. Also die Leute oben, das ist denen egal, was wir denken. So, wir tun unser Bestes, wir reißen uns richtig den Arsch auf, um euch von A nach B zu bringen. Und ihr beleidigt uns, ihr geht uns körperlich an, ihr bespuckt uns und im Endeffekt müssen wir auch mit der Situation leben und im Endeffekt wollen wir alle nur unser täglich Brot verdienen. Also ich erwarte nicht, dass Leute mir zu Fuße fallen oder dass mir jeder Danke sagt. So, das kommt natürlich auch hin und wieder mal vor. Da freue ich mich auch sehr drüber, wenn das passiert. So denkt dran, dass wir, nur weil wir eine Uniform tragen, wir sind auch nur Menschen. Ich habe zwar eine Uniform an, ich arbeite zwar für diesen Betrieb, ich kann aktiv an der Situation gerade nichts ändern. Ich würde gerne was ändern, wenn ich es könnte, würde ich es sofort tun, ohne zu überlegen. Und ich würde alles dafür geben, tatsächlich, dass es mal endlich vorwärts geht. Aber denkt mal bitte darüber nach, dass das Leute sind, die euch
teilweise durch katastrophale Bedingungen, teilweise durch ewig lange Arbeitszeiten und 6 Tage die Woche, auch am Wochenende, an Feiertagen, dann, wenn ihr in Urlaub fahrt, von A nach B fahrt und wirklich auch versuchen, das gut zu machen. So, klar gibt es auch schwarze Schafe bei uns, die gibt es überall. Ich muss mich nicht beleidigen lassen, ich muss mich nicht angreifen lassen oder bespucken lassen. So. Ich erwarte eigentlich gar nichts von meinen Fahrgästen, außer dass sie den gebührenden, eigentlich selbstverständlichen Respekt mir gegenüber und auch meinen Kollegen gegenüber aufbringen, der eigentlich selbstverständlich sein sollte. Das, was ich an... Das ist mein Job, ja. Ich mache den auch gerne. Und let me be so. Lasst mich einfach meine Arbeit machen. Das war halt echt schon ein bisschen krass gerade. Also wenn du da, sag ich mal, ich meine, du bist ja theoretisch auch abgeschottet, dadurch, dass du ja vorne sitzt, mehr oder weniger. Aber dass das, ja, überwiegend. Dass das so weit schon geht, ist ja, wow. Musst du halt bedenken, im Nahverkehr gibt es halt nicht immer einen Suchbegleiter im Fahrzeug. Ja. Da bist du halt der direkte Ansprechpartner. Die kommen natürlich auch zu dir und das ist auch in Ordnung so. Ich gebe gerne Auskunft, wenn ich Auskunft geben kann. Also ich habe auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich kann auch nur die Informationen weitergeben, die ich von der Leitstelle bekomme. Aber vielen scheint das halt nicht zu reichen. Und dann ist halt das dann ist halt die Herangehensweise, du hast eine Uniform an, da steht DB drauf, dann bist du die Bahn, und du bist schuld. Und das bekommst du dann halt auch ab. Und ich bin leider eine Persönlichkeit, die sowas nicht so leicht wegsteckt. Mhm. Ich bin eine sehr sensible Persönlichkeit, ich bin auch eine sehr mitfühlende Persönlichkeit. So. Mir geht meistens sowas auch sehr nah und mich beschäftigt sowas auch immer sehr lange. Das nehme ich dann auch meistens immer mit in Feierabend nach Hause und ich spreche dann auch meistens darüber. Ich bin zu niemandem gegenüber bisher, also zumindest behaupte ich das mal und zumindest nicht so, dass ich mich daran erinnern würde, respektlos gewesen so. Ich bin eigentlich immer die Ruhe selbst. Meistens sage ich auch einfach nichts, weil ich erstmal überfordert bin. So, ich sage mir zwar immer, die greifen die Uniform an, nicht mich als Person. Das klappt halt aber auch nicht immer, mir das ins Gedächtnis zu rufen. Und ich frage mich halt immer so, was muss gerade in dem Kopf dieser Person vorgehen? So, den Frust kann ich ja nachvollziehen. Wie gesagt, ich bin ja Fahrgast und Lokführer. Aber die Leute blenden anscheinend irgendwie aus, dass du halt einfach auch Mensch bist. Und dass du halt nicht überall gleichzeitig sein kannst und auch nicht auf alles einen Einfluss hast. Und dass du halt auch einfach nur mickriger Arbeitnehmer bist. So. Ja. Also es ist ja jetzt nicht so, dass mich morgen Frankfurt oder Berlin anruft und sagt so, ja, Kevin, wie sieht's denn eigentlich aus? Wollen wir eigentlich die Strecke reaktivieren? So, das passiert ja nicht. Nee. Aber für die meisten Leute, ich muss es leider wirklich so sagen, für die meisten Leute bist du schuld. Völlig egal in was. Du hast diese Uniform an, du bist schuld. Ja, das ist leider fehlender Verstand, so. So, und wie gesagt, ich kann das ja zum Teil nachvollziehen. Ich kann den Frust nachvollziehen und ich kann ja auch nachvollziehen, dass für viele, die können das ja nicht differenzieren, weil viele haben ja diesen Einblick gar nicht. Viele, die Deutsche Bahn ist ja, ach Gott, mein Gott, die DB Holding, dieser Konzern, das ist so ein Clusterfuck. Also, ich kenne keinen Konzern, der so viele Tochterunternehmen hat. Die Deutsche Bahn, die macht fucking Verkehrs... Dienstleistungen im scheiß Ausland und kriegt es zu Hause nicht mal hin. Das ist schon ein Witz an sich. Aber viele kennen halt dieses Konstrukt einfach nicht. Und dann bist du der nächstbeste Ansprechpartner und dann kriegst du halt, du kriegst alles ab. Du kriegst wirklich alles ab. Und das, was mich am meisten tatsächlich daran noch abfuckt, ist, du wirst angegriffen, tätlich, geschlagen oder was weiß ich was. Das sind meistens die Kundenbetreuer, die das abkriegen. Eine Geschichte von einem Kollegen aus meiner Einsatzstelle, der nicht mehr bei uns ist, der den Job gewechselt hat. Der wurde
im Zug angegriffen tätlich. Die Polizei wurde hinzugezogen. Der Kollege wurde angezeigt wegen Körperverletzung, weil er die Jacke des Angreifenden gestreift hat. Kein Witz. Und die Polizei hat meinem Kollegen dann mitgeteilt so, ja, Herr, warum können Sie sich nicht einfach hinsetzen, die Leute in Ruhe lassen? Jetzt müssen wir hier extra ankommen und das wieder aufnehmen und den ganzen Stress hier abnehmen. Und dann frage ich mich halt so, ja, was ist mit den Leuten nicht richtig? Okay. Er hat eine Anzeige bekommen, musste sich von der Polizei dumm anlabern lassen und war halt dann auch für ihn dann der Punkt, wo er sagte so, ja, ich wechsle jetzt den Beruf. Aber da sind auch die Videoaufnahmen dann sehr hilfreich, oder? Müsste man meinen, ja, aber die Realität ist, dass diese Videoaufnahmen seltenst eingefordert werden. Leider. So, sie helfen, definitiv. Also wir konnten einige, es gibt eine Statistik dazu, ich glaube, die Aufklärung von Straftaten und halt der Videoüberwachung in Zügen und in Bahnhöfen ist deutlich in die Höhe gegangen, also wesentlich mehr konnten aufgeklärt werden, aber der Großteil, der bleibt halt einfach, ja, Kameras, okay, schön. Und jetzt? Interessiert uns nicht. Also ich möchte das jetzt gar nicht so an die große Glocke hängen, aber die Bahn ist nach diesem Gespräch noch unsympathischer als vorher. Also das habe ich mir. Das hat jetzt gerade nicht geholfen, dass ich irgendwie mal darüber nachdenke, Bahn zu fahren. Also, um das mal klarzustellen, die Deutsche Bahn ist ein Scheißladen. Der Laden an sich ist unglaublich beschissen. Ja? Aber der Beruf steht auf einem ganz anderen Blatt. Ich liebe diesen Beruf. Ich hasse diesen Konzern. Aber gleichzeitig muss ich halt auch sagen, dass es mir als Lokführer bei der Bahn so gut geht wie bei keinem anderen Verkehrsunternehmen. Ich habe so viele ich bin Freiheiten, so sauer, verdammte Scheiße! So viele Vorzüge, so viele Möglichkeiten, auch weiterzukommen tatsächlich, die habe ich bei keinem anderen Verkehrsunternehmen. Ja. So, aber der Konzern, damit meine ich halt die höchste Ebene, also alles, was da so in Berlin und Frankfurt rumhockt, das ist voll zum Kotzen. Ja, das ist voll zum Kotzen, weil da sitzt auch kein Sachverstand einfach. Da sitzen halt überwiegend ehemalige Politiker, die erfolgreiche Verkehrspolitik machen fürs Auto. Der Beruf ist endgeil. Wirklich. Das Fahren macht Spaß. Die Leute um mich rum sind brutal geil. Es sind so viele Freundschaften entstanden. Das Geld kommt auch pünktlich, ist auch toll, ist auch wichtig. Aber der Konzern an sich ist halt einfach scheiße. Und das kriegst du halt auch mit. Das ist eine betriebliche, ein betriebliches als auch ein politisches Problem. Ich fühle mich wohl bei der S-Bahn Rhein-Neckar oder bei der DB Regio, wie gesagt. Also mir geht es da so gut wie nirgendwo sonst. Ich bin aber immer offen für neue Herausforderungen, für neue Bereiche. Also ich bewerbe mich auch immer wieder mal im DB-Konzern, auch außerhalb im DB-Konzern bei anderen Stellen. Ich möchte ja auch weiterkommen. Ne? Also ich möchte gerne auch mal, also mein aktueller Wunsch ist tatsächlich auch mal Fahrtrainer zu werden. Also Praxisausbilder. Also ich bin immer offen für neue Stellen so. Ich bin immer offen für neue Herausforderungen. Ja, das, was Dreieck gerade schreibt, so entspannt arbeiten kann man selten. Ich habe das unglaubliche Privileg, meinen Traumberuf auszuüben. Das ist den meisten nicht vergönnt. Ich habe das unglaubliche Privileg, in den meisten Fällen in meinem Führerschein meine Ruhe zu haben. Ich bin mein eigener Chef da vorne. Und ich werde dafür bezahlt, im Endeffekt, mich auf den Stuhl zu setzen und aus dem Fenster zu schauen und durch die Gegend zu fahren. Und ich möchte mal kurz sagen, du verdienst als Lokführer bei der Bahn nicht schlecht. Also ich gehe im Monat nicht unter 2,2 netto raus. Für ja, umsitzen und Knöpfe drücken. Salopp gesagt, ja. Du könntest Streamer also, werden. Auf gar keinen Fall. Ich habe wirklich viele Privilegien. Ich bin wirklich sehr privilegiert. Das möchte ich ganz klar so sagen.
Und nee, bei Güterverkehr bin ich raus. Güterverkehr ist nicht meins. Und bei den ganzen Zulagen, die ich habe, bei den ganzen Freiheiten, die ich habe, außenrum und die Aufstiegsmöglichkeiten. Wie gesagt, die Deutsche Bahn gibt dir die Möglichkeit, groß zu werden. Aber die Deutsche Bahn ist halt auch konzerntechnisch ein Scheißladen. Aber es geht mir ja gut. Also per se geht es mir ja gut. Also ich habe ja Spaß in meinem Beruf, ich verdiene gut Geld. Ja, 2-2 ist nicht die Welt für diesen Beruf, für diesen Beruf. Also das ist mehr als die meisten verdienen, ja. Seid euch dem mal bitte bewusst. So, das ist durchaus viel Geld. So, also mir geht es wirklich nicht schlecht. Ich würde aber auch sagen, dass man diesen Beruf durchaus höher vergüten sollte. Das sieht jeder so bei seinem Beruf. Also ich glaube, du kannst... Ja, das ist ja halt auch. Aber wie gesagt, ich bin mir durchaus bewusst, dass 2-2 netto eher mehr, ja, da kommen ja noch Zulagen dazu und was weiß ich noch was, dass das durchaus viel Geld ist und durchaus sehr privilegiert ist. Ja. So, also wie gesagt, ich habe einen echt tollen Beruf. Ja, ich habe den für mich besten Beruf, den ich mir ersehen kann. Ich möchte wirklich nichts anders machen als Lokführer. Für den Rest deines Lebens? Ich könnte mir wirklich vorstellen, in diesem Beruf alt zu werden, ja. Okay. Also ich möchte gerne noch den Ausbilder machen, so. Vielleicht auch irgendwann mal zum Fernverkehr, das wäre schon geil, das wäre auch so ein kleiner Kindheitstraum, irgendwann mit dem ICE zu sitzen und durch die Gegend zu heizen, mit 300 km/h. Da ist der Bremsweg minimal länger? Ja, der ist mindestens verdoppelt, eher noch mehr. Ich wollte gerade sagen, Gumbaga, wenn du mit 160 und dann auf 300... Ja, also 300 km/h fährst du ja auch nur störungsfrei und auf ausgewählten Strecken, ne? Also ja. mach dir da mal nicht so die Hoffnung, ne? Wir sind immer noch bei der Deutschen Bahn. Ja, also falls nie, eigentlich. Ja, im Endeffekt nie. Gut. 300 km/h gibt es, glaube ich, auf 2 Strecken in Deutschland. Das ist einmal die Schnellfahrstrecke zwischen Köln und Frankfurt und ich glaube, die neue da im Osten, Erfurt, Leipzig. Ich bin mir jetzt mal gar nicht sicher. Ja, aber die ist ja nie wartungsfrei, gehe ich von aus. Also. Nee, da ist immer irgendwas. Eben. Ja, aber wie gesagt, ich möchte ganz klar sagen, aus meiner Sicht bin ich in einer absoluten privilegierten Position. Ich verdiene gutes Geld. Ich arbeite in meinem Traumberuf. Und damit habe ich mehr Freiheiten oder bin an einem Punkt, den den meisten einfach nicht mehr vergönnt ist in der heutigen Zeit. Und das ist mir auch bewusst so. Ja. Ich arbeite daran, dass es besser wird in diesem Laden. Auf allen Ebenen. Ich bemühe mich, aber ich bin auch nur ein kleines Licht am Endeffekt. Aber ich könnte auch, wenn ich jetzt, ich könnte tatsächlich auch sagen, so, ich lasse es so, wie es ist, weil es geht mir ja gut. Aber, naja. So bin ich halt nicht. Ich würde nochmal für euch öffnen, Chat, dass ihr vielleicht nochmal Kevin Fragen stellen könnt, die ihr angesammelt habt, die ich eventuell vergessen habe. Aber Kevin hat heute fast alles von alleine erzählt. Man merkt, er ist in der Politik, ist sehr gesprächig. Da brauchte man nicht viel offen Fragen. Für Fragen, bitte. Also ich wollte eigentlich viel mehr auf den Chat eingehen, das habe ich jetzt mehr oder weniger hingekriegt. Ja, ich habe sowieso alle Zeit der Welt, ich habe nichts mehr vor heute. Ja, ich schon. Ich möchte gerne nochmal Armbrot essen, Kevin. Aber ich möchte dir trotzdem mehr als genug Zeit geben. Also nicht, dass du hier bis um 21 Uhr, 22 Uhr noch Fragen beantwortest. Also ich kann auch sagen, so, also meine Messages, also meine Nachrichten sind offen. Also auch auf Twitch, auf Twitter, glaube ich, auch so. Es hat bisher auch immer gut geklappt, auch bei Sascha. Also ihr könnt mir gerne immer Fragen stellen. Das finde ich gut. Kevin übernimmt den Stream. Nee. Ey, so, für sowas bin ich nicht gemacht. Wie hat er seine ehemaligen Ausbilder in Erinnerung? Also du? Meine Ausbilder, also ich hatte, das ist auch ein Kritikpunkt in der Ausbildung, wir waren die erste Gruppe seit, ich glaube, 5 Jahren, als Lokführerausbilder, also zur Ausbildung. Ich hatte 2 Chefs in der Zeit und 3 Koordinatoren.
meinen ersten Chef und meinen ersten Gesamtkoordinator das beste Verhältnis in diesem Betrieb, das ich jemals hatte. Mein Chef ist dann aber leider in Rente gegangen und mein Koordinator wurde von der BASF abgeworben. Aber muss ich auch ganz klar sagen, hätte ich das Angebot bekommen, wäre ich auch gegangen. Ein wirklich sehr gutes Verhältnis. Dann wurde mein Chef gewechselt. Was heißt gewechselt? Ich wurde übertragen auf eine andere Person. Und das war dann eine Person zuständig für alle Azubis aus allen Geschäftsbereichen in Saarland, in ganz Rheinland-Pfalz, in Teilen von Hessen und in Nordbaden-Württemberg. Dieser Mann war hoffnungslos überfordert, entsprechend war das Verhältnis jetzt nicht so ganz gut. Und als Koordinator habe ich dann jemanden bekommen, der nicht wirklich groß Erfahrung hatte, dass man auch gemerkt hat, so, da war das Verhältnis eher so mittelmäßig. Aber im Endeffekt muss ich sagen, so auf menschlicher Ebene war es Probleme, auf fachlicher Ebene so, die Nachzügler, sag ich mal, also die Leute, die nachgerückt haben, waren ein bisschen schwierig. Ich weiß auch leider aus Erzählungen von aktuellen Azubi-Gruppen, dass es wohl nicht wirklich besser geworden ist. Weißt du, wie lange so ein Quereinstieg zum Lokführer dauert? Und hat man da eine Chance, sagen wir mal, so mit 30, 40? Ein Quereinstieg zum Lokführer dauert in der Regel zwischen 9 und 10 Monaten. Mit 30 und 40 Jahren würde ich sagen, bewerb dich. Die nehmen dich. Wenn du nicht auf den Kopf gefallen bist und wissbegierig bist und ein bisschen technisches Verständnis hast, also logisches technisches Verständnis, denke ich, dass man das durchaus hinkriegen könnte. Also mit 30, 40 Jahren, also mit 30 definitiv, mit 40 denke ich, sollte das auch kein Problem sein, weil Lokführer werden gesucht, wir werden extrem viele gesucht. Also wir haben einen so krassen Lokführermangel in allen Verkehrsunternehmen. Also wer da Interesse hat, ist gern eingeladen. Aber seid euch bitte bewusst, was das, ich habe es ja in den 1,5 Stunden schon erzählt, was das auch für Schattenzeiten mit sich zieht. Also nicht nur Schichtdienst und Wochenend- und Feiertagsarbeit, sondern auch die Belastung, die Verantwortung und der teilweise auch Stress. Damit muss man einfach umgehen können und damit sollte man, das sollte man sich auch bewusst sein. Vor Jahren habe ich mal gelesen, dass jeder Lokführer im Durchschnitt etwas über 3 Personen Schäden in seinem Berufsleben erlebt. Ist dem so? Der Durchschnitt an Personenunfällen des Lokführers im Berufsleben ist bei 2, Grad. Ja, das ist korrekt. Ich finde diese Statistik allerdings absolut lächerlich, weil die überhaupt nicht die Tatsachen widerspiegelt so. Weil A, ist das zu Person und Person natürlich unterschiedlich. Ich kenne Leute, die sind seit 30, 40 Jahren bei der Bahn und haben nicht einen Unfall gehabt. Ich kenne Leute, die sind seit 5 Jahren bei der Bahn und hatten schon 6. Also ja, die Statistik, die gibt es. Ist dem so? Nein. Und auf die Frage, wie wird damit umgegangen? Da kann ich dir natürlich auch nur das sagen, was man dir anbietet, weil auch da ist jede Person anders. Du wirst natürlich abgelöst, du bekommst einen psychologischen Dienst, einen berufspsychologischen Dienst, an den du dich wenden kannst und bekommst natürlich auch dann Hilfe bei der Wiedereingliederung, wenn du mehr erfahren möchtest, bekommst aber auch, wenn du nicht mehr fahren kannst, die Möglichkeit, dich umschulen zu lassen im Betrieb. Du bekommst eine entsprechende Entschädigung dafür auch. Also du wirst nicht fallen gelassen bei der Bahn. Ich kann da aber auch nur sagen, wie es bei der Bahn ist. Wie es bei anderen ist, kann ich dir ja nicht sagen. Was ja grundsätzlich erstmal gar nicht so verkehrt ist, oder? Das ist vernünftig, ja, das ist gut. Ich habe mal gehört, dass man nach 3 Personen in Rente kann. Davon weiß ich nichts. Du hast ja auch noch ein bisschen was vor dir. Ja. Der Psychotest ist nicht so einfach. Vielleicht hatte ich Glück, aber ich muss sagen, ich hatte eine psychologische Einstellungstest und das war Smalltalk. Das hat nichts mit psychologischem Einstellungstest zu tun gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war lächerlich. Ich fand den Einstellungstest generell allerdings zu einfach. Also ich finde, da muss einiges getan werden.
Also das erklären, du hast einmal einen ganz normalen Einstellungstest im Sinne von Reaktionstest, Mathe-Test, logisches Denken, tatsächlich auch dreidimensionales Sehen und Denken, wenn man das so nennen kann, ich habe jetzt den genauen Fachbegriff nicht im Kopf, dann eine psychologische Eignungsuntersuchung, also ein Gespräch, das geht etwa eine halbe bis eine Stunde, und dann eine ärztliche Untersuchung, Urintest, Bluttest, EKG, Belastungstest, also einmal komplettes Programm. Das Ganze dauert auch einen ganzen Tag. Also ich war morgens um 8 dort und ich bin auch nicht vor 18 Uhr gegangen. Aber ich finde, dass diese Tests lächerlich einfach sind. Übrigens da draußen, falls wir irgendwelche Straßenbahn, Bus oder andere Beförderungsmenschen, kann man das so sagen, ja, haben, der Discord ist offen. Also das könnte man auch nochmal abdecken. Zu der Sache hier mit dem Chat mit der Strecke Freiburg-Emmendingen, ja, ich weiß, da knallt es regelmäßig. Das ist ja mehr oder weniger auch die Region, in der ich wohne. Also ein bisschen weiter nördlich wohne ich ja bei Karlsruhe, aber ich darf sehr viel mit von. Die Sache, mit der, dass da nur Leute fahren dürfen, die schon 3 POs hatten, das ist, weiß ich nicht, wer du hast, aber das ist nicht korrekt. Das würde auch keinen Sinn ergeben. Was sind POs? Personenunfälle. Okay. Hey, das ist wahrscheinlich wieder so Urban Legends. Ja, den medizinischen Teil darfst du ja in deinem Alter auch alle 1 bis 3 Jahre wiederholen. Das ist so auch nur zum Teil korrekt. Du hast alle 2 Jahre, glaube ich, oder alle 3 Jahre einen ganz normalen Arztbesuch. Also wie du, wenn du zum Hausarzt gehst. Du machst diese Prozedur nicht nochmal. Also ich habe das ja schon einmal gemacht. Ich habe jetzt nicht nochmal neues Blut abgenommen bekommen oder neuen Urintest oder sowas. Ich habe ein Gespräch geführt und das war's tatsächlich. Und das hat eine halbe Stunde gedauert. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht an einen Arzt geraten bin, der das nicht so ernst nimmt, weil das war auch meine erste Untersuchung nach der Ausbildung. Aber das war so, wie ich es erlebt habe. So. Und auch von Erzählungen so. So einen ganzen Test machst du in der Regel nur einmal, das ist bei der Einstellung, und dann auch nicht nochmal. Du hast halt nur eine Kontrolle, sag ich mal. Wie beim Simulator zum Beispiel. Du hast ja auch alle 2 Jahre einen Simulator-Test. Ja, so sollte der Test nicht ablaufen. Okay, gut, das ist gut zu wissen. Dann sollte ich das vielleicht mal ansprechen. Cyberbone ist übrigens Ausbilder, by the way. Bei euch. Der hat das schon erwähnt vorhin. Bis 40 alle 3 Jahre beim Banners mit Blutabnahme, Sehtest und so weiter habe ich alles nicht gemacht bisher. Nur bei der Einstellung. Das ist ja interessant. Vielleicht was vergessen? Nee. Also ich war wirklich nur eine halbe Stunde da und ich habe nur ein Gespräch geführt. Oh. Vielleicht mal bei mir ist aber das mit dem Sehtest ein bisschen anders, weil ich habe ja eine Sehbehinderung, also eine Seheinschränkung. Ich mache den Sehtest sowieso jedes Jahr einmal und schicke das dann in der Regel auch immer an Betrieb. Okay. Fühlst du dich gut? Ja, dann passt das ja. Gut. Ach ja, das wäre viel witziger, wenn das nicht so wahr wäre, weil im Endeffekt war das genauso. Das klingt nach Papa, seinem Betriebsarzt. Oder ehemalig. Ist ja schon verjährt quasi. Ab 40 jährlich, achso, und dann auch noch zusätzlich mit Belastungs-EKG. Oh, okay. Das wird ja geil. Kevin, da freue ich mich ja drauf. Kevin, einfach ganz neue Welt gerade. Oh. Ja, das ist ein bisschen erschreckend tatsächlich, dass das bei mir nicht so abgelaufen ist. Finde ich nicht so gut. Ja, gut, kannst du ja nochmal erfragen dann. Ja, mache ich auch. Ich werde das auf jeden Fall ansprechen, weil das ist, also das gerade sowas sollte eigentlich richtig gemacht werden. Da kommt die Frage, wo hast du das her? Dr. Made Twitch-Chat. Die haben mir das gesagt. Naja, wenn ich im Endeffekt meinem Ansprechpartner sage, wie das bei mir abgelaufen ist, dann wird er wahrscheinlich schon bei dem Alarmglocken angehen.
Ja. Okay. So, habe ich irgendwas übersehen? Nee, hab die ganze Zeit mitgelesen. Ist nichts da. Okay. Sind nur Urban Legends. Die haben wir da bist du ja auch drauf eingegangen. Hm. Ah, hier. Timmy hat noch was gehört. Ich glaube, Timmy möchte eine Umschulung machen. Sagen wir mal, ich mache bei Firma X die Umschulung zum Lokführer. Wird er dann bei jeder anderen Firma auch akzeptiert? Ich hatte damals gehört, dass es nicht so sei. Wenn du diesen Quellenstück oder die Ausbildung machst, dann bist du ja IHK geprüft. Du bekommst eine Prüfungsbescheinigung von der IHK. Und damit bist du zertifizierter und geprüfter Triebfahrzeug-Lokführer. Und damit kannst du dich auch bei jeder Firma entsprechend bewerben. Du musst halt entsprechend, also jede Firma ist ein bisschen anders, du musst natürlich deinen Triebfahrzeugführerschein bei der Bewerbung mitschicken, deine Zusatzbescheinigung musst du mitschicken. Dann wollen die meistens auch immer regelmäßige Fortbildungsunterrichte, die Nachweise haben. Die wollen deine Baureihenschulen, wollen die sehen. Also im Endeffekt ist es so, mit der IHK-Prüfung, wenn du die bestehst, bist du geprüfter Lokführer. Und damit kannst du dich theoretisch bei jeder bei jedem Eisenbahnverkehrsunternehmen kannst du dich bewerben. Na dann. Feuer frei, Timmy. Let's go. Aus dem LKW raus, in die große Bahn. Cyberborn, vielen lieben Dank. Ich nehme das so mit. Und ja, also ich überstürze da nichts. Also ich mache da schön ganz in Ruhe. Guck mir das alles in Ruhe an. Ich bin ab nächster Woche große Bewerbungsschwelle. Das wage ich zu bezweifeln. Klar, das geht bei YouTube rein und dann Babuts. Ich wünsche dir echt alles Gute, Kevin. Lass dich nicht ärgern. Wir werden aber nie zusammen Bahn fahren. Es tut mir leid, das hat dein Unternehmen ein bisschen verkackt. So. Da gehen keine zwei Füße rein, weil ich möchte nicht der Influencer sein, der irgendwelche Schaudergeschichten im Internet erzählt. Ja, das möchte ich. Das wollte ich auch. Das habe ich mir gestern vorgenommen, unbedingt ansprechen. Na dann los, Kevin, komm. Ich krieg jedes Mal einen Hals und ich quinsche jedes Mal zusammen, wenn ich auf Twitter irgendwas von irgendwelchen Influencern und Streamern und was weiß ich höre, die halbe Buch auf Twitter schreiben, weil irgendwas mit der Bahn nicht richtig läuft. Wo ich mir denke so, erstens bist du wahrscheinlich derjenige, der sich in die erste Klasse gesetzt hat, weil er es sich leisten kann, was ja auch in Ordnung ist, der einmal im Jahr vielleicht mit der Bahn fährt, weil er ansonsten irgendwie fliegt oder auch den Flug von Partnern gestellt bekommt. Im Endeffekt habt ihr bestimmt auch recht. So, ich verstehe ja euren Frust. Aber ihr kennt A, das Leben dahinter nicht. Ihr habt auch gar nicht die meisten haben auch gar nicht das Interesse, da das in Erfahrung zu bringen. Ihr habt überhaupt kein reflektiertes Bild. Ihr seid total voreingenommen. Ihr habt totale Vorurteile, die überhaupt nicht zutreffend sind. Ihr musstet noch nie groß im Berufsverkehr offensichtlich, oder schon lange nicht mehr im Berufsverkehr so. Manche haben ja davor auch gearbeitet, so, bevor es immer wurden. Ihr habt gar keinen aktuellen Bezug dazu. Ihr seid einmal mit der Bahn gefahren, da ist irgendwas passiert, keine Ahnung, das ist ein Personenunfall sein, im schlimmsten Fall. So, da kann kein Schwein was dafür. Und ihr lasst auf Twitter einen Frust ab, an genau die falschen Leute. Ihr macht ein totales Stimmungsbild, ihr sorgt dafür, dass sich nichts ändert. Sorgt eher dafür, dass es noch schlimmer wird. Und ich habe wirklich oft versucht, mit Leuten da ein Gespräch zu bekommen und meistens wirst du dann nur dumm angelabert. Und also nutzt doch mal eure Reichweite, eure geisteskranke Reichweite, um auf die Probleme aufmerksam zu machen und zwar vernünftig und sachlich aufmerksam zu machen und vielleicht mal einen positiven Impact zu erreichen, dass sich mal was tut, was erinnert. Das machen nämlich die allerwenigsten. Worin ihr nämlich am besten seid, ist, Stunk zu verbreiten, Hass zu verbreiten damit, Bahnbashing zu betreiben und Vorurteile zu verbreiten, die überhaupt nicht zutreffend sind und keine Ahnung, so fasst euch mal an den Kopf, denkt mal ein bisschen darüber nach, dass da auch Menschen sind, die arbeiten, denkt mal bitte darüber nach, was da für ein Rattenschwanz dahinter sitzt und welche Leute ihr eigentlich damit erreicht, nämlich überhaupt nicht die richtigen, eher die falschen und die müssen das dann ausbaden. Kuss. Kuss. Deswegen sage ich dazu nichts. Außer, dass ich nicht fahre. Gilt das schon? Also findest du das auch problematisch, wenn man einfach sagt, hey Leute, ich gehe dem aus dem Weg, ich nutze es einfach nicht? Nein, absolut nicht. Okay. Ich kann das absolut nachvollziehen. Also ich habe ja
war ja schon ein paar Mal im Thema bei dir im Stream. So, ich verfolge dich halt schon ein paar Monate. Und tatsächlich bist du, auch Stay ist das sehr reflektiert, muss ich sagen, was ich überhaupt nicht gedacht habe, weil das ja immer so derjenige ist, der sofort in die Decke geht. Liebe Grüße. Und ihr beiden tatsächlich seid da relativ offen, auch für Kritik und auch offen für das System dahinter. Und ich weiß, dass ihr da keinen Bock drauf habt, so, was nachvollziehbar ist, weil wenn ich in eurer Situation wäre, hätte ich da wahrscheinlich auch keinen Bock drauf. Aber ich weiß auch, dass man mit euch darüber reden kann und ich weiß auch, dass ihr da, wenn ihr könnt, was positiv dazu zu ändern, dass ihr da dann auch die Möglichkeit ergreifen würdet. So. Ist halt eigentlich ein positives Beispiel, also wie auch du, was so das Thema Mobilität und Verkehr betrifft und gerade speziell auch Schienenverkehr/DB. Und ich finde das sehr erfrischend und mir gefällt das auch und ich kann da eigentlich nur sagen, so, ey, wenn ihr da keinen Bock drauf habt, es zu nutzen, ist das vollkommen fein und auch vollkommen nachvollziehbar. Aber ich appreciate jedes Mal, wenn ihr euch der Diskussion stellt, sachlich stellt, Argumente bringt und auch versucht, da positiven Impact zu erwirken, weil das machen die wenigsten. Na, es geht ja größtenteils darum, dass wir ja beide Arbeiterkinder sind. Also, ja, das weiß ich. Wir sind beide Arbeiterkinder, uns wurde das nicht in eine Wiege gelegt und wir sind halt über 30 und wissen halt auch, dass ein LKW-Fahrer meine Sachen hierher fährt oder dass du Personen von A nach B bringst und ein Hamsterrad am Laufen hältst. So. Und aus dem Grund ist es ja für mich auch so wichtig, beispielsweise den Job-Talk zu machen, dass Menschen die Möglichkeit haben, mal zu erzählen. So. Weil ich denke, die wenigsten Menschen, die heute hier zugehört haben, haben überhaupt eine Ahnung, was da passiert. Und du hast das ja nur oberflächlich angerissen. Ja. Also natürlich, sage ich mal, habt ihr Schwierigkeiten, damit pünktlich zu kommen. Das Logistische dahinter ist aber auch einfach mal eine Meisterleistung. Also selbst in dem Zustand, wie es jetzt ist, ist es eine Meisterleistung, dass das überhaupt funktioniert. Wenn wir ehrlich sind. So, und absolut. Natürlich ist es teuer und unverlässlich. Am Ende des Tages bewegt ihr trotzdem immer noch täglich wahrscheinlich Millionen Menschen. Immer noch sicher. Ja. So, also was will man da? Natürlich kommst du mit Hass und mit Hass oder mit Negativbeispielen kommst du da nicht weiter. Richtig. Ja. Und das kriegen halt die meisten irgendwie nicht so wirklich in den Kopf rein. So, ich spreche niemanden seinen Frust ab, ich kann den Frust voll nachvollziehen. Ich möchte nochmal sagen, ich bin Fahrgast und Lokführer. Ich bin auf die Bahn genauso angewiesen wie viele andere auch. Ja. Auf Twitter ein Dreizeiler ist gut, wenn es nur ein Dreizeiler wäre, es sind ja 50 Tweets meistens, schreiben, wie scheiße dieser Laden doch ist und alle sollen sich löschen gehen und dann hast du da deine Follower, die dann schreiben, ja genau, endlich sag's mal einer. Dann hast du halt nichts damit erreicht. Vor allen Dingen, endlich sag's mal einer, Alter. Weißt du, täglich Millionen Menschen, die so aufs Schild gucken, fuck, ich hab meinen Zug verpasst, Alter. Täglich, endlich sag's mal einer. Tut mir leid, dass sozusagen, es sind die dümmsten Leute, weil es sind die meisten, die sofort anfangen rumzuheulen, aber auch am lautesten nach Verkehrswende schreien und Bahn soll attraktiver werden und im Endeffekt teilen sie diesen ganzen dämlichen Scheiß und keine Ahnung, also dann passt euch mal an den Kopf, denkt mal drüber nach, was das eigentlich für ein Konstrukt ist, was da eigentlich für Menschen dahinter stecken und dass da auch Menschen dahinter stecken und Menschen nicht, Kevin. Ja. Verkneift euch vielleicht mal den nächsten Tweet oder sowas oder denkt mal 5 Minuten länger drüber nach, bevor ihr so einen dummen Scheiß in die Welt setzt. Nee, das funktioniert nicht, weil es bringt Aufmerksamkeit und Klicks, weil ist ja wichtig. Es ist ja der gemeinsame Feind. Es ist wie DHL, Hermes und suchst du dir aus. Im Endeffekt, also ich bin jetzt 3 Jahre ausgelernt, ich bin auch jetzt seit 3 Jahren in der Politik und ich führe diesen Kampf entsprechend auch seit 3 Jahren. Ich werde den Kampf auch noch weiterführen und ich weiß, dass ich diese Gespräche oder diese Aussagen noch mindestens 100, wenn ich 1000 Mal wiederholen werde. Ich stelle mir gerade so ein Bild vor von deiner Lok. Du sitzt da drinnen und du schreist ganz laut Freedom und siehst aus wie Mel Gibson in Braveheart.
Kann das jemand photoshoppen? Das wäre schön. Ja, bitte in Discord. Das wäre wunderbar. Da sehe ich Kevin einfach. Kevin ist einfach Freedom für die Bahn so. Braveheart, weißt du? Ganz laut. Freedom! Schön. Das finde ich gut. Wenigstens setze ich dafür ein. Ich trage gerne was dazu bei, weil ich würde auch gerne irgendwann mal Bahn fahren, weil mein Auto darf ich irgendwann bestimmt nicht mehr fahren. Ich hoffe, dass das bald passiert. Das wäre schön. Ja, das wär's. Kevin, ich danke dir für deine Einblicke. Ich hab zu danken. Die du uns gegeben hast. Das fand ich wirklich sehr schön und ändert für mich auch sehr die Sichtweise auf die Bahn. Also nicht, dass sie vorher schlecht war, die ändert es aber. Immer noch schlecht ist. Ja, du, weißt du. Es ist ja so, es ist ja true. Naja, um das wirklich ehrlich zu antworten drauf, ich bin halt in der Verdienstklasse unterwegs, wo ich das nicht machen muss. Ja, natürlich. Und ich mir das auch nicht antue, weil meine Zeit mir zu kostbar ist. Punkt. Ich sag's dir ganz ehrlich, wenn ich an deinem Punkt wäre, diese finanziellen Mittel hätte und auch diese Möglichkeiten hätte, ich würde es genauso tun. Ich würde mir das auch nicht geben. Als Fahrgast. Ja. Also außerhalb von meinem Berufsleben. Ja. Würde ich es nicht tun. Das kann jeder entscheiden, wie er möchte. Ich denke aber, dass wir vielleicht auch irgendwie eine Wende erreichen werden, weil wir in vielen Dingen eine Wende haben momentan. Vielleicht kommt das da ja auch nochmal. Wenn Krischi ja, mal nicht mit Porsche essen geht. Ach ja, ja. Freie Markt. Oh Mann, ey. Wenn Christian Lindner aufhört, sich jeden Morgen auf den freien Markt einen runterzuholen, dann haben wir es eigentlich schon geschafft. Oh, das dauert noch lange, du. Ja, ich weiß. Das dauert noch lange. Ich habe noch ein bisschen Hoffnung. Na klar. Wenn wir unsere Ziele erreichen müssen, muss was getan werden, also von daher. Kevin, ich wünsche dir einen unglaublich schönen Sonntag, hab einen angenehmen Start in die neue Woche und Küsschen aufs Nüsschen. Ich möchte dir jetzt die letzten Minuten noch geben, dass du dich hier ein bisschen austoben kannst und vielleicht noch abschließende Worte loswirst. Ja, meine abschließenden Worte sind ganz speziell Thank you for traveling with Deutsche Bahn.